Also, lieber Livestream-Chat, wir sind heute in Dortmund. Wer hätte es gedacht? Es ist gutes Wetter, lass irgendwas Geiles machen. Und das werden wir jetzt auch machen. Wir werden in den Westfalenpark gehen. Da kann man Seilbahn fahren und so ein Quatsch mit Soße. Vielleicht auch was Geiles dampfen. Und ja, wir werden da gleich reingehen. Ich wurde hier schon gerade ermahnt. Ich bin hier irgendwie über eine Absperrung geklettert. Habe hier gerade schon ein bisschen Ärger bekommen, dass ich hier stehe. Und ich habe richtig Bock. Das Einzige, was sein könnte, ist, dass ich keine Seilbahn fahren darf wegen dem Rucksack. Aber ich könnte mir den Rucksack ja auch nach vorne rüberschnallen. Aber ich glaube, der Westfalenpark ist an für sich ein schöner Ausflug. Wir werden später auch noch bei JP einen Burger essen. Hier bin ich gerade so abgetaucht. Das ist hier irgendwie so ein bisschen abgesperrt. Das hat so ein bisschen Lost Place Vibes. Da wurde ich gerade schon angemault, dass ich hier auf Privatgelände bin. Da habe ich gesagt, ey, alles gut. Ich wollte hier nur kurz mein Equipment klar machen. Ich mache hier gar keinen Quatsch. Ich bin sofort hier weg. Da meinte er, gut, alles klar. Ist jetzt hier auch wirklich keine gute Absperrung. Da habe ich mich hinter versteckt. Wisst ihr, wie ich meine? So, könnt ihr mich wieder klar und deutlich sehen? Oh, die Linse ist doch... Also, Information, Gastronomie im Westfalenpark. Viva Café, Kaffeebar Durchblick, zurzeit geschlossen. Turmterrassencafé, Restaurantcafé an den Westbecken. Zimt und Zucker, Kaffeepavillon, zurzeit geschlossen, zurzeit geschlossen, zurzeit geschlossen. Spatengarten, Snackpoint Kiosk am Robinson Spielplatz. Gut, okay, gehen wir rein, let's go. Moin. Einmal für eine Person, bitte. Einmal, 4 Euro. Jo. So, bitte. Alles klar, danke Ihnen. Danke, schönen Tag noch. Seilbahn ist stündlich, halbstündlich, wie ist das? Heute nicht, erst ab morgen. Heute gibt es keine Seilbahn? Nein, nur die Bimmelbahn. Bimmelbahn, okay, danke. Heute gibt es keine Seilbahn, Digga. Das ist doch scheiße, Mann. Ich sag ehrlich, dann fahren wir mit der Bimmelbahn. Wollen wir mal gucken, wo die Bimmelbahn ist? Haus der Rose, Beachvolleyball, Trampolin, Minigolf, Fußballfeld, Bürgergarten, Garten im Jugendstil, Duftrosengarten, Wasserhelden, Schachfeld, Ballettzentrum. Digga, was haben die denn hier alles? Wo ist die Bimmelbahn? Ich bin Montana Black, sofort die Seilbahn anschmeißen. Ja, in dem Fall stimme ich dir da fast zu, Digga. Entschuldigen Sie, ich habe noch mal eine ganz kurze Frage. Wo ist denn die Bimmelbahn? Von wo startet die? Ich habe es jetzt gerade. Wenn Sie auf den Turm zugehen, links davor, da ist die Haltestelle. Ist das weit von hier oder ist das direkt? Nee, Sie gehen jetzt hier rechts hoch. Rechts hoch? Dann links rüber zum Turm. Rechts hoch, links rüber zum Turm. Danke. Ach so, warte mal. Ich glaube, Sie meinen den Turm, ne? Boah, der ist ja voll weit weg, Digga. Hätte ich mal einen E-Scooter hier. Wir gehen einfach mal ein bisschen. Gucken, was es hier so alles gibt. Du musst jetzt wieder 4 Euro Eintritt zahlen. Geh sofort zurück. Auf keinen Fall, Digga. Ich bin ja nicht rausgegangen. Was erzählst du denn für eine Scheiße, Digga? Okay, hier haben wir schon mal ein Puppentheater. Heute backe ich, morgen braue ich, übermorgen hole ich mir der König, ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Also, ich sag euch ganz ehrlich, so ein bisschen... Unheimlich sind die schon. Stellt euch einfach vor, die leben, aber sind in ihrem Körper gefangen und können sich nicht bewegen. Weiß nicht, ich finde Puppen irgendwie so ein bisschen gruselig, sage ich ehrlich. Stellt euch vor, das sind echte Menschen gefangen da drinnen. 7 auf einem Streich. Stell dir vor, das ist ein echter Mensch, der ist bloß gefangen, Digga. Er sieht mich, kann aber sich nicht ausdrücken. Boah, schnell. Hier, das ist die Bimmelbahn, Digga. Mit der werden wir auf jeden Fall eine Runde fahren. Ich bin wirklich komplett planlos und ziellos. Und ich weiß nur, dass meine Füße jetzt schon gefühlt wehtun. Wer kennt den Westfalenpark und war schon mal hier? 1 im Chat, wer schon mal hier war. 2, wer noch nie hier war. Mhm. Oh, war gefühlt noch nie jemand hier. Na, doch, einige waren schon mal hier. Oha, was haben wir denn da oben, Digga? Da wird auch mal aktiv 4 Euro bezahlt, um zu joggen. Mit der Dauerkarte, Digga. Ich kann jetzt schon nicht mehr, Digga. Es ist arschwarm, Mann. Und der Rucksack ist schwer. Komm, wir klettern mal eine Runde, Digga. Mit Rucksack zum Kotzen, sag ich jetzt schon. Hä? Oh mein Gott. Wie soll ich denn da? Von da, darüber? Oh, Digga. Oh, Bro. Mit Rucksack. Ach, Digga. Mit Rucksack ist es echt Moistimeier, Bro. So. Ja, das ist aber schon eröffnet, ne? Ja. Mit einer Hand, Digga, das ist auch echt. Oh. So. Gut. So, Easiness. Easiness. Pass auf, in deinem Alter sind die Knochen sehr brüchig. Dein ist brüchig, Digga. So. Ah ja. Oh, ich muss deine Pause machen, Digga. Bro, das ist aber hier.
Schon gefährlich. So. Nein! Jetzt ist die TTS-Box abgeflogen, Mann. So eine Scheiße. Aha! Pissig. Schon ganz cool, ne? Für Kids auf jeden Fall. Mir tut alles weh, Digga. So ein Rosenteich, Digga. Sieht aber echt schön aus, Mann. Das ist echt schön. Da gibt's Diskussion. Fräulein Holle will unbedingt noch mal ein Foto machen. Finde ich gut. Sie scheißt auch auf Absperrung, Digga. Hier so ein Rosenparadies, Alter. Runde schwimmen? Nee, auf keinen Fall. Sieht aber ganz schick aus, Digga. Bro, mit E-Scooter wäre das auf jeden Fall ein besseres Leben gewesen. Oder einfach mit dem Chauffeur. Oh, da ist die Seilbahn, Digga. Das ist echt ärgerlich, sag ich ehrlich. Ich wäre unfassbar gerne Seilbahn gefahren, Mann. Soll ich mal hingehen und mal gucken, ob man was deichseln kann, Digga? Mal so eine Privatfahrt, Alter. Ich würde denen auch 200 Euro geben, Digga, dass sie das Ding einfach mal anschmeißen, Mann. Wir gehen einfach mal rein, Digga. Scheiß drauf. Wir gehen einfach mal rein und checken die Situation. Ein Auto steht vor Ort. Mittwoch bis Sonntag, 13 bis 17 Uhr geöffnet. Ich versuche einfach mal mein Glück, Digga. Fragen kosten nichts. Nur mal eine ganz kurze Frage. Ja, bitte. Sag mal. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einem netten Trinkgeld eventuell die Seilbahn doch mal zum Laufen bekommt auf dem heutigen Tag? Ist, glaube ich, gar nicht viel. Sonst hätte ich das sofort für dich geklärt. Ist da so ein speziell geschulter, oder was? Moment. Können wir erstmal ein Foto machen zusammen? Ja, klar, kein Problem. Geil. Aber ich bin live, ne? Nur damit du Bescheid weißt. Peace out. Ja. Cool, Alter. Geil. Weil ist ja schon Highlight, mit der Seilbahn hier rüber zu fahren, oder? Du hast echt viel Pech heute, ja. Weil da ist auch keiner da, sonst hätte ich ihm das gesagt. Muss ein speziell Geschulter das Ding anschmeißen, oder was? Fragen kostet nichts. Danke dir, mein Bester. Danke. Merkt ihr euch eine Lektion fürs Leben, lieber Livestream-Chat? Solange man immer höflich ist, mit Respekt, Fragen kostet nichts. Wenn da geschlossen steht, und ich schwöre es euch, ich würde das genauso machen, wenn ich nicht bekannt wäre, Fragen kostet nichts. Weißt du, wie ich meine? Und solange man mit Respekt redet, mit Höflichkeit und dann ein Nein akzeptiert, aber warum sollte man nicht einmal mal fragen? Weißt du, wie ich meine? Deswegen, das habe ich schon immer so im Leben gemacht, Digga. Ich akzeptiere immer, das erste Nein akzeptiere ich nicht. Und das zweite Nein akzeptiere ich dann. Und wehe, irgendein Twitter-Troll macht da jetzt wieder irgendwas Sexuelles draus. Das ist natürlich auf ganz anderem Blatt Papier geschrieben, Digga. Sieht scheiße aus? Habt ihr nicht die Nummer von dem Kollegen, der das macht? Kommt der nicht hier aus Dortmund oder was, meinst du? Scheiße, Mann. Schade, Marmelade. Habt ihr 4 Euro bezahlt, um hier reinzukommen? Nein, wir haben eine Jahreskarte. Jahreskarte? Korrekt. Okay, mach ein Foto schnell. Dann ist der Lichtblick die Bimmelbahn. Anders geht's nicht. Ah, jetzt ist hier Abonnententreffen wieder, Digga. Jetzt hat sich's rumgesprochen. Habt ihr auch eine Jahreskarte, oder was? Ja, nein, ich nicht. Okay, mach ein Foto. Ja, Seilbahn, Digga, es ärgert mich wirklich fürchterlich. Yusuf, da hättest du auch mal besser recherchieren können. Yusuf hat das Ding nämlich dick angepriesen mit der Bimmelbahn. Hätte doch mal sehen können, Yusuf. Hättest mal sehen können, dass das Ding auch zu hat, weißt du, wie ich meine? Also ich empfinde, es ist hier so, also wenn man... Wenn ich das möchtest du uns vielleicht noch mal ein paar Details bezüglich deines 24-Stunden-Streams mitteilen? Hat er gerade mit mir geredet, oder was? Weiß jetzt nicht. Boah, Seilbahn wäre so geil, Digga. Guckt euch das mal an, die Route. Mann, ärgerlich, Digga. Ich glaube, wenn man das erste Mal hier ist, dann weiß man gar nicht, dann läuft man ziemlich planlos durch die Gegend. Ich glaube, man muss öfters hier sein, um zu wissen, wo man hin soll und wo nicht. War das jetzt der Turm? Kann man da hoch, Digga? Das ist jetzt mal eine gute Frage, Alter. Kann man da hoch? Verpiss dich, Fliege! Kann man da hoch in den Turm? Mit dem Fahrstuhl, aber dann ist das Internet wieder weg. Das weiß ich jetzt schon ganz genau, Digga. Oh, da ist die Bimmelbahn, Digga. Jawulski. Genau da werden wir uns jetzt gleich reinsetzen, Digga. Okidoki. Oh, ich glaube, der will jetzt genau los in dem Moment. Geil. Habt ihr Bock auf Bimmelbahn oder was? Warte, ey, Chef, noch nicht losfahren. Moin. Einmal die Bimmelbahn, bitte. Hin- und Rückfahrt oder nur Hinfahrt? Wie lange ist denn die Fahrt an für sich? Also hin und... 15 Minuten. 15 Minuten hin, 15 Minuten zurück? Nein, insgesamt. Insgesamt 15 Minuten? Ja, dann nehme ich beides bitte. Können Sie nicht auch noch die Seilbahn anschmeißen, zufällig? Nee. Schade. Sie haben den Schein für die Seilbahn? Ja. Meinen Sie nicht, dass... ich habe schon da die Jungs gerade gefragt, gegen ein angenehmes Trinkgeld? Geht nicht. Bin alleine heute hier. Scheiße. Oh, geil, Digga. Wisst ihr, was richtig Pfeifert ist? Das hier ist richtig Pfeifert, Digga. Habe ich mir extra aus dem Kühlschrank in der S-Klasse mitgenommen, Digga. Einen eisgekühlten Lippen. Oh. Zeig mal Bizeps. Habe ich nicht. Yeeha! Jetzt lernen wir den Park auch noch mal ein bisschen besser kennen. Wisst ihr, wie ich meine? Jetzt kann man sich da mal einen Überblick verschaffen, Digga.
schön mit dem Hund spazieren gehen, auch super. Boah, die ist aber relativ schnell, Digga. Hier ist der Rosenpark, glaube ich. Hier ist alles voller schöner Rosen. Sehr schön, Digga. Boah, einfach mal die Seele baumeln lassen, Digga. So ist richtig. Genau so muss was sein, Digga. Genau so. Oh, fuck! Ach, Digga! Ach, so ein Stach. Ja, weißt du was? Scheiß drauf. Digga, ich habe mich so auf meine Eistee gefreut. Jetzt die Kohlensäure raus und nicht mal mehr die Hälfte drin, Digga. Ach, weißt du was? Alles voller Eistee. So ein Scheiß, Mann. Ja, ich habe nicht gedacht, dass das Ding so wackelt, ey. Was soll ich machen, ne? Hier gibt's ja, wisst ihr, ist ja keine S-Klasse. Hier gibt's ja keinen Getränkehalter oder sowas. Ich hab Bock, ein paar Leute zu beleidigen, bin ich ehrlich. Einfach mal ein kräftiges Verpiss dich, nur an so einen Schrein. Und dann Big Fuck You und dann läuft da der Straßenbahn hinterher, wie in alten Zeiten, Digga. Das wäre lustig, Alter. Man hat, also ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber es ist so ein ganz bisschen so Wildpark-Feeling. Wie so Freizeitpark. Und für 4 Euro, da kann man auch echt nicht knurren, Digga. Hast du hier einen extrem gepflegten Park, bist für dich keine Asozialen unterwegs, außer vielleicht meine Wenigkeit, Kappa. Ist einfach, du kannst dich überall hinsetzen und einfach die Seele baumeln lassen, Digga. Das ist echt schön. Mitten in der Großstadt in Dortmund, muss ich schon sagen, ist enjoybar. Ja, guck mal, die ganze Zeit war mein Hosenstall offen, so peinlich. Auch ein chilliger Job, aber 15 Minuten Hin- und Rückweg, das ist ein bisschen wenig, finde ich. Also, hätte ich gedacht, ist ein bisschen länger. Ja. Na, ich würde auch am liebsten noch mal Ärmel ins Wasser gehen, Füße reinhalten oder sowas. Dann laufe ich auch barfuß weiter, das wäre eigentlich scheißegal. Einfach da ein bisschen sitzen, nachdenken, Digga. Okay, das war's schon jetzt so mäßig. Jetzt geht's wieder zurück, oder was? Dann wäre der Park doch kleiner, als ich gedacht habe. Schön zu sehen, dass es noch genug Grün im Land gibt. Ja, Grünfläche haben wir genug in Deutschland, Digga. Ist nicht so, als wenn... Wenn das irgendwie in Deutschland mangelt. Ich sag, ich muss Seilbahn fahren, Digga. Mir fehlt so ein bisschen so Gewässer, Springbrunnen, Enten und so. Aber das gibt's bestimmt noch. Also es wird nicht so, als wenn es das hier nicht gibt. Aber auf der Fahrt habe ich es jetzt noch nicht so gesehen. So, seht ihr mich komplett? Okay, aber das ist eigentlich immer noch der Hinweg, weil wir haben nirgendwo einen Halt gemacht. Oh, da hinten ist Wasser, okay. Wir haben nirgendwo einen Halt gemacht. Theoretisch gesehen kann ich mich auch gleich rausschmeißen lassen. Ich glaube, das ist Freifahrt. Ich lasse mich gleich hier rausschmeißen und bezahle einfach nochmal für den Rückweg extra. Da muss ich zurücklaufen. Ich glaube, so mache ich es. Ich glaube, genau so mache ich es. Ist schon chillig, sag ich ehrlich. Ist schon chillig. Aber natürlich kann man das jetzt nicht vergleichen. Mit einem, keine Ahnung, beispielsweise mit einem Freizeitpark oder ähnliches, ne? Ist halt eine gemütliche Bimmelbahn in einem Stadtpark. Also finde ich schon eine coole Sache. Schon Highlight-mäßig. Ich glaube, ist hier, ne, hier ist nicht Endstation oder was? Zum Spielplatz geht's hier. Ich glaube, ich steige hier aus. Chef, ich steig doch aus! Ich steig doch aus, Chef! Ich glaube, er sieht mich nicht. Hier bist du auch alle halbe Stunde und nimmst einen wieder mit dann, ne? Ja. Bis wann? Bis 17 Uhr oder bis wann? Bis 17:30. Okay, und dann fahren wir noch ein bisschen Seilbahn oder was? Nee. Ja, schade. Mach's gut, bis später, ciao. Oh, hab mich erschrocken, Digga. Digga, das hat ja richtig den Yusuf-Modus gemacht, Alter. Oh, nein! Ich habe mein Eistee vergessen. Bro, ich habe 2 Schluck genommen und habe mich so auf den gefreut. Ich habe mein Eistee liegen lassen. So eine Scheiße, Digga. Das nervt, sag ich ehrlich. War doch leer, nee, war noch knapp unter die Hälfte drin, Digga. Ich glaube halt einfach, der Vibe hier von diesem Park ist, dass man hier halt einfach hinkommen kann, spazieren gehen kann, mit dem Hund joggen, sich einfach irgendwie, wie jetzt hier zum Beispiel die junge Dame, einfach da hinsetzt, vielleicht, was weiß ich, Homeoffice macht oder einfach nur übers Leben ein bisschen nachdenkt. Das ist jetzt hier, wie gesagt, kein Freizeitpark, das ist einfach ein Stadtpark. Ich denke mal, dem Stadtpark, den gehört auch der Stadt.
Dortmund, würde ich jetzt einfach mal sagen. Okay, wir haben jetzt hier den Bootsverleih. Und beim Bootsverleih steht Winterpause. Ja, gut, okay. Ja, also ich weiß jetzt ja nicht, ob Winterpause jetzt ist. Also wir haben August. Ja, Winterpause weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ah, nee. Warte mal. Nee, das Boot ist angeschlossen. Scheiße. Boah, ist da ein dicker Kranich, Digga. Boah. Fischreiher, sorry. Ein dicker Fischreiher. Oh, da ist ja ein Teich gelandet, Digga. Den würde ich mal gern aus der Nähe mir angucken. Fischreiher sind echt coole Tiere, Digga. Habe ich auch ein paar Mal schon bei mir im Garten gehabt, die Schweine. Haben mir da versucht, den Keul rauszuziehen. Die kleinen Arschgeigen. Ist das ein echter? Oder ist das eine Attrappe? Der bewegt sich gar nicht, Alter. Aber gerade ist hier einer gelandet. Das muss wohl der Kollege Schnürschuh von eben sein. Warum sollten die hier auch einen Faken hinstellen? Das macht ja gar keinen Sinn. Oder ist das ein Fake? Nee, ich glaube, das ist ein Fake. Ich glaube, das ist ein Fake-Fischreiher. Weil der verzieht gar keine Mimik. Ich glaube, das ist ein Fake-Fischreier, Digga. Moin. Könnt ihr ein gutes Foto machen? Nochmal? Könnt ihr ein gutes Foto machen? Noch einen letzten Versuch? Könnten wir ein letztes Foto machen, bitte? Mhm. Wenn so aufgeregt ist, tut mir leid. Alles gut. Gut. Vielen Dank. Alles klar, kein Problem. Gibt es hier noch irgendein Highlight in dem Park? Oder? So einen großen Spielplatz, der, ja, hinten, der ist da, hier ja. Direkt, der ist richtig aber cool. Das Bro, das ist vielleicht dein Alter, aber ich meine jetzt ja, Highlight. Ich bin genauso alt wie er, Digga. Es gibt kein altes Content, das ist Content. Wie alt bist du? 14. Okay. Eine Sache, das ist für Kinder meistens, also hier ist nicht so, es bockt nicht so. Hier. Doch, bockt schon, wenn man hier neu ist, ja. Besser als in der City rumzuhängen und auf den Boden zu spucken. Ja, ne? Stimmt. Okay, haut rein, ciao, ciao. Wir laufen einfach rum, wir haben ja genug Zeit. Wir müssen bloß Ermann uns eventuell wieder abholen lassen von der Bimmelbahn auf entspannt. Amphibientheater, sieht echt schön aus, ne? Stellt euch mal vor, Chat, das wär's doch, ne? Stellt euch mal vor, Chat. Hier könnt ihr hier alle sitzen und dann mache ich von da einen Stream aus so einer Zentrale, Digga. Mach EA-Stream, mach Reactions und zock da hinten und beleidige euch von da drüben als Söhne. Und ihr könnt mich nicht boxen, Digga, weil ihr dann schwimmen müsstet. Das wäre geil, Digga. Ihr seid ja ein paar Feini-Feinis. Guck mal, ich setze mich mal hier hin, Jungs. Ja. So, auf die verbrannte Stelle, da sehe ich nämlich auch keinen Vogelkot. Dann setze ich mich einfach mal hin. Ach, jetzt ist die Box wieder runtergefallen, Digga. Ich fühle mich wie ein bisschen wie so ein Secret-Tier-Filmer, Digga. Cool. Ich bin hier gerade in der Antarktis und habe hier eine ganz besondere Spezies gefunden, Alter. Die Wildgans aus Dortmund. Die denken sich auch, was für ein unfassbarer Dulli. Warum legt er sich da jetzt vor uns auf den Boden? So. Wenn die Jugendlichen da jetzt rechts kommen und mir auf den Sack gehen, während ich hier am Tierfilm bin, bin ich sauer. Das ist gerade ein ganz intimer Moment, Digga. Mann, das Auto macht die Stimmung hier echt kaputt, Digga. Das ist echt sehr chillig, Digga, sag ich ehrlich. Enjoy ich gerade sehr. Ich finde es auch extrem schön, wenn zum Beispiel Wildgänse als Formation am Himmel fliegen, Digga. Das sieht so schön aus, was das für eine Koordination ist, dass sie sich nicht in der Luft gegenseitig stoßen. Wisst ihr, wie ich meine? Also das finde ich auch, das enjoy ich auch sehr. Macht man vielleicht, wenn man ein bisschen älter ist. Vorher legt man da nicht so viel Wert drauf, aber ich finde das schon schön, wenn man mal in den Himmel guckt, dann hört man die Gänse, ihre Geräusche und dann sieht man, wie die mit 100, 200, 300 Vögeln da am Fliegen sind und keiner stößt den anderen eng an eng. Das ist schon beeindruckend, Digga. Das finde ich schon beeindruckend, sag ich ehrlich. Oh, hast du ein Feini-Feini in Rast gemacht? Ich würde so gerne mit einer Wildgans kuscheln. Ich würde am liebsten jetzt hingehen und die streicheln und einfach ein bisschen Kopf kraulen. Ich wäre jetzt gerne eine von denen, wisst ihr, wie ich meine? Das muss ich wirklich auch sagen, auch wenn Wildgänse natürlich eine ganz andere Lebenserwartung haben. Aber wisst ihr, was Wildgänse haben, was wir nicht haben? Die haben Freiheit, Digga. Die Gans, die da liegt, kann jetzt einfach losfliegen und fliegt einfach nach Spanien oder nach Italien. Versteht ihr, wie ich meine? Fliegen, das ist geil, Digga. Stell dir mal vor, ihr könntet selber fliegen und einfach jetzt, Digga, hochspringen und fliegen. Egal wohin. Und niemand fragt. Niemand will Papiere sehen. Niemand will deinen Pass sehen.
Niemand stellt Fragen, kannst einfach hin, wo du willst, bist frei. Eigentlich haben die Gänse mehr, also sind besser aufgestellt als wir Menschen, Digga. Natürlich leben die viel kürzer und haben ganz anderes Leben und ganz anderes Sozialleben und bla bla und ne, ist ja klar wie Kloßbrühe. Aber eins haben die, was wir nicht haben. Die haben die absolute Freiheit, Digga. Aber auch Leben am Limit. Wer in Deutschland hat nicht Leben am Limit, außer vielleicht ich, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. 90% bis 95%, die hier gerade zuschauen, leben am Limit, Digga, jeden Monat. Komm mal ran hier auf den Meter, Mann. Hä? Gustav Ganz und Gustav Schwanz. Oha, da gibt's Stress, Digga. Mal gucken, wie dicht kommen die, glaubt ihr? Die werden einen gesunden Sicherheitsabstand halten, würde ich mal behaupten. Ja, wie ihr seht, da kommen jetzt ein paar Jugendliche, aber ist auch okay, stört mich jetzt nicht so. Aber ich will jetzt hier gerade in dem Intimmoment meine Ruhe haben, Digga, sag ich ehrlich. Ich schwöre es euch, sollte irgendwann mal in meinem Leben das Szenario eintreten, dass ich ein Haus habe mit einem riesigen Grundstück. Also ich meine mit einem riesigen Grundstück. Mein Traum ist ja auch immer noch, ein Haus zu haben. Also mein Haus ist traumhaft schön, versteht mich nicht falsch. Aber so eine Art, so wie eine Ranch. Ob es jetzt in Deutschland ist oder woanders, sei mal hingestellt. Aber mein Traum ist so auch noch so eine Ranch mit viel Grundstück, mit Tieren und ähnliches. Und das Erste, was ich mir holen würde, wären Gänse, Digga. Gänse sind zum Beispiel die besten Wachhunde, die du dir vorstellen kannst, Digga. Gänse sind richtig geil. Die disrespekten hier die Gänseregeln, sage ich. Guck, jetzt müssen die abhauen. Die denken auch, ich bin hier dieser ganz andere Naturforscher-Filmer, Digga. Bin hier gerade einer ganz großen Sache auf der Spur, Digga. Ich liege hier wirklich wie der letzte Dulli, Digga. Ich hab's mir hier einfach bequem gemacht, Digga. Wie der letzte Dulli liege ich hier, aber das ist mir wirklich scheißegal, Mann. Digga, was macht der denn da? Ich guck mal, was soll das denn, Digga? Was soll das? Was soll das, Digga? Mit dem E-Scooter hier am runterfahren. Was soll denn die Scheiße, Digga? Ist nicht. Nicht hier die Gänse stören, Mann! Kann doch nicht sein, Digga. Wieso respektieren die Leute so wenig die Privatsphäre der Gänse, Digga? Und laufen da straight durch. So, Mr. Ganz, soll ich durch die Mitte gehen? Oder gehst du rüber und ich gehe hier längs? Gut, dann machen wir es so. Hört sich doch nach dem Plan an. Gut. Digga, ich riech irgendwie nach Scheiße, Digga. Irgendwie riecht das hier nach Scheiße. Bin ich mich in Scheiße gelegt? Nee. Gut. Schürmanns im Park. Aber es ist komplett leerstehendes Gebäude. Mäßig. Ein auf Lost Place. Jungs, wollt ihr mir einen nuckeln oder was? Ja. Warum lauft ihr die ganze Zeit hinher? Können wir ein Bild machen? Was? Können wir ein Bild machen? Letzter Versuch? Können wir bitte ein Bild machen? Gut. Danke. Ich komme gerade von der Tanke. Hast du mir ein Dings mitgebracht oder was? Dann heißt sie verloren. Aber der ist nicht vergiftet, oder? Natürlich nicht. Warum sollte der vergiftet sein? Ja, man weiß ja nie in der heutigen Zeit. Was kriegst du dafür? Sag erstmal, alles cool. Ja? Ja, Mann, Foto wäre ganz nice. Ja, gut, okay. Also, Chat, falls ich gleich tot bin, er ist der Schuldige, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, geil. Sehr nett, danke dir, mein Bester. Cool, ja, lass dir gut gehen, Niki. Ciao, ciao, ciao. Hier ist eigentlich extrem viel geschlossen, Digga. Das Seepavillon ist auch leerstehend. Auch komplett leerstehend. Niemand hier, komplett leer. So eine geile Location, Digga, ist das. Boah, da sind aber dicke Karpfen drin. Alle in der Winterpause, Diggi. Ja, ja, genau, richtig, ja. Da ist einiges an Fisch drin auf jeden Fall hier, ja. Ja, schade. Wird wohl seine Gründe haben, warum hier viele Dinge dicht haben. Monte hat 5 Euro gespendet mit der Nachricht. Mehr Fans als Tiere in dem Park, ist das die Gänse kommen? Ja, das wird sie wohl sein. Also hier so sitzen, einen Kaffee trinken, eine Cola trinken. Oh, ist das ein, guck da, sieht man den dicken Oschi da? Ein richtig fetter Karpfen ist da. Richtig dicker Karpfen. Oh, wie gern hätte ich jetzt Brötchen und werde die füttern. Oh, tut mir leid, Mr. Ende. Ich habe echt nichts zum Mampfen am Start. Ich habe selber Kohldampf. Hast du ein bisschen Brot für mich? Danke schön. Gut. Ja, super, vielen Dank. Alles klar, lass euch gut gehen. Jo, ciao, ciao, ciao. Kräutergarten, Tribüne, Seebühne, Bootsverleih, Tiersprint, Robinson-Spielplatz, Verkehrspuppenbühne, Brauerbrunnen, Bienenhaus, Pferdegübel. Ah ja, da vorne gibt es aber was zu trinken, glaube ich. Ein Treibhaus. Ja, aber das Treibhaus ist auch komplett leer. Hä? Ist halt einfach vieles geschlossen, ne? Gut. Und kannst du vielleicht hier drauf unterschreiben? Nee, auf keinen Fall. Der ist zu gut, um da drauf zu unterschreiben, Digga. Nein. Nicht auf Schuhe unterschreiben, ist Quatsch. Okay. Mach's gut, ciao, ciao, ciao. Ich glaube, da vorne gibt's Eis, Digga. Und ich sag ehrlich, gegen ein Eis hätte ich überhaupt keinen Anspruch gerade. Eis wäre sensationell jetzt. Okay, die Eisbar hat schon mal zu. Kein Eis, ich sehe kein Eis. Moin, habt ihr Eis am Start? Was hast du am Start? Nee, ich nehme mich nicht auf Film in meine Richtung. Das ist was von mir privat, was ich verkaufe, das hätte ich nicht. Was ist das denn? Ferrero-Eis. Oha, Baba-mäßig, danke dir mal besser. Ferrero-Eis. Also das war sehr nett, aber das Eis war alt, Digga. Zucker für die Tiere, Ameisen, Bienen, Wespen, haben alle Bock auf Zucker, Digga. Boah, ich bin kaputt, Chat, sag ich ehrlich, Digga. Ich hab keine Kraft mehr. Ich glaube, ich will mir da Bille mit Bahn gleich zurück. Bei JP gibt's Ben & Jerry's. Ich bin eher scharf auf den Burger.
bei JP, Digga. Den vegetarischen mit Doppelkäse und Nachos. Und ich sag euch jetzt gleich eine Sache schon mal vorweg. Bei JP mache ich nicht ein einziges Foto. Bei JP auf dem Gelände werden keine Fotos gemacht. Egal wie viele ihr seid, wer da alles hinkommt, ich mache mit niemandem ein Foto. Das sind seine Hausregeln und an die Hausregeln halte ich mich auch herzlich gerne, ehrlicherweise. Wie bitte? Ich war noch nie hier. Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Ja, da komme ich ja her. Mit der Bimmelbahn bin ich da gefahren. Ja, das bin ich auch am überlegen zu machen, aber der Weg nach oben wird halt kein Internet sein, ne? Weil wir mit dem Fahrstuhl hochfahren. Aber theoretisch gesehen könnte man das machen, ja? Ist das so schön da oben, oder was? Total, ja. Stadion, Unionbauerei, ist alles. Ja, vielleicht gehen wir da mal zum Turm jetzt hin. Wie sagt man hier in Dortmund? Turm mit U oder mit O eher aussprechen? Turm. Turm, nicht so wie du es sagst. Nicht der Turm. Warum fährst du jetzt so in den Rücken, Digga? Man sagt, das ist ein Turm, Digga. So. Was haben wir da? Ist er abgeschlossen oder darf man da rausgehen? Winterdienst. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Gartenverein. Ach so, hier sind Schrebergärten. Hier steht nicht, dass ich nicht reingehen darf, ne? Kleingärten finde ich geil, Digga. Gartenverein. Suchen Sie einen Garten? Wollen Sie einen idealen Kleingarten? Ja, das will ich. Schrott oder was? Hä? Ist das abgeschlossen? Ja, scheint abgeschlossen zu sein, oder? Das Tor nicht mit Gewaltöffnung bei Störung Vorstand informieren? Ja, wird wohl abgeschlossen sein, dann ist es so. Dann scheiß drauf, Digga. Die erste Dortmunder Dampfmaschine wurde hier am 21. Februar 1816 zum Antrieb einer Gestängepumpe im 49 Meter tiefen Kunst- und Maschinenschacht Wilhelm im Halbe Bibel ganzer. So, da liest sich die Kacke durch, Digga. Da geht's jetzt 49 Meter runter, oder was? Nee, geht's nicht. Also ich sag ehrlich, und genau hiernach sieht's auch aus, das ist hier ein sehr beliebter Jugendtreff zum Chillen. Und zum Chillen. Einer schreibt, einfach asozial Müll in die Büsche zu werfen und Exponate anzuspucken, aber vor den Kids erwarten, dass sie bitte sagen. Doppelmoral. Es tut mir wirklich... wirklich leid, dass du keinen Geschlechtsverkehr mehr mit deiner Ehefrau hast, falls du eine hast. Aber ich werde dich einmal ganz kurz aufklären, okay? Erstens habe ich keinen Müll in die Büsche geschmissen, denn der Stiel ist aus Holz. Holz ist Natur. Das Eis besteht aus Schokolade und wird von Tieren und Insekten gesnackt. Sprich, Wiederverwertbarkeit 100%. Und ich habe hier nirgendwo raufgespuckt. Ich habe einfach nur einen kleinen Sabberfaden benutzt, um zu gucken, wie tief es darunter geht. Wenn du deswegen Sand in deiner nicht vorhandenen Vagina hast, dann bitte verpiss dich und fahr zur Hölle und komm nicht wieder. Solche Leute wie dich kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Geh mal rüber zu Shoyoka, die mag eher Menschen wie dich, so Ja-Sager und Etepetete und Doppelmoral. Geh mal rüber zu Shoyoka, die freut sich immer über neue Leute. Dich will ich hier gar nicht haben, Digga. Wiederschauen und reingehauen. Wenn ihr damit einverstanden seid, würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir mit dem Turm einmal nach oben fahren und die View uns genießen. Dann müssen wir aber einmal für einen kurzen Moment in den Modus umstellen, wegen Internetverbindung. Was ist das für ein Eis? Ein Flutschfänger. Oh, ein Flutschfänger, Digga. Das ist aber korrekt von dir, Mann. Ja. Kannst du ein Foto machen? Ja, natürlich für dich. Nein, danke, danke. Sehr nett. Danke. Nein, jetzt gerade nicht. Aber ist sehr nett von dir. Oh, ein Flutschfänger, Digga. Geil. Ciao. Flutschfänger geht gut. Ich habe ewig keinen Wappen-Mindinghorn mehr gehört, Digga. Wir könnten theoretisch gesehen auch uns mehrere Waffeln holen und dann noch ein paar Fische füttern. Aber da müsste ich den ganzen Weg wieder runtersteppen. Das ist eigentlich auch dämlich. Oh, also 3,80 Euro habe ich dafür bezahlt. Ich finde 3,80 Euro ist nicht zu teuer, aber auch nicht günstig. Ich würde sagen, es ist im Okay-Bereich, aber im Okay-Bereich schon etwas weiter oben. Ist okay, genau. Wir machen Geschmackstest jetzt. Oh, direkt die Finger voller Schoki, Alter. Für meinen Geschmack zu wenig Nutella drauf, aber ich mag auch richtig fett Nutella. Ja, ist okay. Und geschmacklich, ich bin jetzt ja kein Waffelexperte, ich würde sagen, geschmacklich ist das eine 7 von 10. Nur für euer Verständnis, bevor ich hier gekommen bin, war niemand hier, ne? Und jetzt für euer Verständnis, ne? Hier ist jetzt einfach ganz zufälligerweise Jugendtreff gerade. Und ganz wichtig bei den Temperaturen oder allgemein im Leben sowieso, aber auch gerade bei den warmen Temperaturen, ausreichend Wasser trinken. Süßgetränke zwischendurch auch mal, klar, warum nicht? Man gönnt sich am Abend, aber über den Tag seine 2 Liter Wasser, 1,5 Liter Wasser ist schon wichtig und richtig. Das Wasser hat mich gekostet, ein halber Liter Wasser,
2,95 Euro. Vermutlich sind sogar noch 25 Cent Pfand mit drauf. Das ist zu viel. Das ist einfach zu teuer, finde ich. Weil am Ende ist es halt einfach Wasser, versteht ihr? Und Wasser sollte für jeden erschwinglich sein. Ich finde 3 Euro für einen halben Liter Wasser ist zu teuer, Digga. Aber ich kann hier nochmal kurz für Snapchat, sage ich, was Exklusives. Während der Arbeit Handyverbot. Yusuf, guck mal. Du denkst, du hast mir hier eine Ansage. Ich mache während der Arbeit Arbeit. Ich arbeite gerade und arbeite noch gerade weiter. Verstehst du das? Aber ich habe... Digga, ich bin mitten am Reden. Rede mir nicht rein, okay? Wie sehe ich aus wie ein Grenzgebieter, Digga? Das steht 20 cm neben mir. Bro, Digga. Weil ich versuche, so, dass du vielleicht haben könntest. Grand Tourismus, geil, ja. Halt mal kurz. Dann habe ich Tech Knife noch. Hier ist auch. Oh, das war's komplett mit der Cola, Digga. Und Tank hier Pin My Ride noch. Pin My Ride ist auch gut. Ich dachte, das ist für dich so zum Ist Pippen. Wirklich sehr nett, aber ich will das jetzt mitschleppen und so. Geht nicht, Digga. Okay, alles klar. Aber ich würde dir die Tüte mitgeben. Ja, alles gut, aber sehr alles korrekt von dir. Danke dir, Mann. Alles klar, danke schön. Vielleicht noch bitte ein Willst du gleich zum Turm gehen? Ich gehe jetzt zum Turm, ja. Der hat heute geschlossen. Der hat Montag und Dienstag geschlossen. Hat der Turm wieder geschlossen? Ja, Montag, Dienstag geschlossen. Oder Winterpause? Montag, Dienstag. Nee, also dieses Mal nur Montag und Dienstag, aber Mittwoch hat er dann. Ja. Also jetzt heute und morgen ganz geschlossen. Wir waren da gerade eben. Ja, der Gast ist hier schon. Ja, gut, alles klar. Danke, Jungs. Fürs Bescheid. Ich war auch immer hier, war ich auch immer. Ja. Moin, Digga. Ihm fällt hier alles runter, Digga. Das Lachen ist so die. Ja. Was los jetzt hier? Aber gut, ist eher alle nett gewesen. Na, kleiner Humpelfuß, was hast du denn gemacht? Ey, ich bin mein Fuß umgeknickt und ich bin extra von zu Hause losgelaufen. Hast du schon ein Foto gemacht oder noch nicht? Nee. Geht das mit der Krücke? Ja, alles gut. Ja? Jetzt, wenn du. Ja, gut, okay. Gut, alles klar, gute Besserung, ne? Danke. Ciao, ciao. Dankeschön. Montags war wirklich der schlechteste Tag, den wir uns hätten aussuchen können. Weil montags alles zu ist hier, Digga. Keine Seilbahn, kein Turm, Bootsverleiher zu, irgendwie alle, gefühlt jedes Restaurant hat zu. Was willst Kommt du mal sowas wie Chatgeflüster oder wie sieht das aus? Hast du meinst podcastmäßig? Ja, aktuell nicht geplant, Digga. Schade, schade. Aber ich hätte Bock, aber alles zu seiner Zeit. So, haut rein, ne? Ciao, ciao. Schönen Dank. Gleichfalls, ciao, ciao, danke, danke. Okay. Security immer noch? Nee. Security brauche ich wirklich in den seltensten Fällen, das sage ich dir so, wie es ist. Ich kann euch eine Sache sagen, Chat. Heute ist Dienstag, du Rentner? Ist heute Dienstag? Stimmt. Warum sagen dann alle zu mir, montags hat das zu? Also eins kann ich euch auf jeden Fall sagen. Das kann sich natürlich immer ändern, das ist klar. Aber ich glaube, wer sich grundlegend mit der Person Montana Black auseinandersetzt im Internet, der wird relativ schnell merken, dass der Montana Black im Internet eigentlich nur guten Content machen will und den Leuten, die daran Interesse haben bzw. Zeit im Internet verbringen, ihren freien Tag, ihren Arbeitstag versüßen möchte. Versteht ihr? Klar, ich möchte auch Geld verdienen, so wie jeder andere auch, aber meine Intention und meine Motivation war es schon immer, Leuten den Tag zu versüßen. Wenn sie Feierabend machen und vielleicht zu Hause alleine ihr Mittagessen, können sie sich eine Reaction reinziehen. Wenn sie abends zu Hause sind und niemand da ist, gucken sie sich einen Livestream an. So, das war immer meine Intention und das wird auch immer meine Intention sein. Und deswegen, warum ich das jetzt erzähle, deswegen brauche ich auch keine Security oder ähnliches. Klar, Menschen, die dir was Böses wollen, die gibt es immer. Aber ich krieg von der Straße nur Liebe, Digga. Verstehst? Ich krieg von der Straße nur Liebe, Digga. Ich habe noch nie Situationen gehabt, wo ich das Gefühl gehabt habe, oh, ich brauche jetzt eine Security, Digga. Ich bin kein besonders breiter Bulle und gefühlt jeder Dritte, den ich in der Stadt treffen würde, wird mir auf die Fresse hauen, was die körperliche Kraft angeht, weil ich auch einfach unsportlich bin. Aber es geht immer nicht darum, es geht auch einfach um den Respekt und die Aura, die man hat. Und ich glaube, ich habe mir bei den Leuten ganz gute Aura verschafft und ganz guten Respekt. Und das geht auch ganz ohne Gewalt, sondern indem man einfach klare Ansagen macht und den Leuten ganz klar sagt, so und so und so und so. Deswegen brauche ich eigentlich keine Security. Das brauche ich wirklich. Security brauche ich eher nur in Situationen, wo es gefährlich werden könnte, wenn zu viele Menschen auf einem Haufen sind und die Leute sich eventuell über den Haufen rennen oder sich verletzen könnten. Dann. Aber so, ich habe doch einen Mund zum Reden, ich kann auch mit jedem reden und sagen, Digi, jetzt nicht. Und dann ist gut, weißt du? So. Danke für die ganzen Videos. Kein Problem, gerne, Digga, danke dir. So, vorhin waren zwei Leute hier. Nee, auf keinen Fall, Digga. Auf keinen Fall, Digga. Hier ganz hinten, wo die Coolen sitzen, Digga. Und hier setzt sich niemand rein, Digga. Das sage ich jetzt schon, hier ist alleine mein Platz, Digga. Kommt ruhig rein, ich habe hier noch einen Platz frei, Jungs. Maul, Yusuf, Digga, das ist eine Lüge.
Das stimmt nicht. Du kannst doch nicht alleine 4 Plätze belegen, Junge, lass paar Zuschauer halt mitfahren. Halt die Schnauze, ist gar nichts wert hier mitgefahren, Digga. Ich habe meine Ruhe jetzt. Die machen alle schon den Kuschelmodus, Digga. Ich will hier auf gar keinen Fall mit irgendjemandem sitzen, Digga. Gar keinen Bock drauf, Mann. Gar keinen Bock, Digga. Yusuf, was soll die Kacke jetzt? Warum machst du wieder so einen 31er-Modus, hä? Die einzige, die ich hier mitfahren lassen würde, wäre deine fette Mutter, Digga. Wäre auch noch genug Platz, die dicke Sau. Hätte hier 3 Plätze genau frei, Alter. Auf der einen Seite ihr Arsch und auf der anderen die fetten Oberschenkel. So, wieder auf der Bimmelmahnfahrt unterwegs. Ist schon ein schönes Fleckchen Erde. Hier so mit, sagen wir mal, du bist männlich oder weiblich, hast eine Freundin, hast einen Freund. Hier auf den Sonntag, Samstag schön gemütlich hingehen, Decke mitnehmen, picknicken, Runde spazieren gehen. Super. Auch für Kids, ich filme jetzt nicht rüber. Hello. Ich filme jetzt nicht rüber, hier ist noch ein Spielplatz für die Kids. Also das ist schon super. Sehr gemütlich, sehr schön. 5 von 10, wir haben ja nicht deine Mutter bewertet, Digga. Aber ich finde es sehr schade, ne? Heute, also das hätte ich echt gerne noch erlebt. Seilbahn fahren, in den Turm rein, ist echt schade, dass es heute alles zu war. Kommst du gleich zurück? Digga. Er hat den Rettungsschwimmer wieder am Laufen, Digga, oh Gott. Oh. Nein! Nein, das war mein Nasenspray, oh Gott. Das ist Bruch, Digga. Das ist ein richtiger Bruch, Bro. Plastikmüll, Digga, zum Kotzen. Macht das ganze Bild hier kaputt. Wer hat die Scheiße da hingeschmissen, Alter? Aber jetzt will ich aussteigen und das wegmachen. Das macht mich richtig sauer. Es geht, moin moin, alles klar? Wink mal wie ein Dulli, Digga. Wink mal wie ein Dulli, Mann. Nein, 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 brauchst du nicht. Alles gut. Kein Nasenspray. Ich hab noch Nasenspray im Auto. Alles gut. Achtung, Baum, Baum! Verarscht! So, wo ist der das war wirklich ein künstlicher Vogel. Der steht da immer noch, das war kein echter. Verpiss dich da, Mann! So. Jungs, rück mal zusammen, dass da der kleine Butschi mit reinkommen kann irgendwo. Guck mal, da sind 2 Sätze oder mal rüber. Oder hinten. Vorne sind noch 2 Plätze. Warte, wir kommen auch sonst. Vorne ist auch was frei geworden gerade, Chef. Ich glaube, vorne ist was frei geworden. Hey, Monte, ich mache jetzt einen Sub live für dich, damit du hier was kaufen kannst. Werde aber nicht vorgelesen, sage ich. Wenn das nicht geht, besser. Am Handy ist echt Betrug, Digga. Kein Internet vielleicht. Der Kauf war erfolgreich, jetzt muss es kommen. Scheiß Minute zu go. Jungs, macht da jetzt keine Spirenzi, wir sind nicht im Kindergarten, Alter. Scheiß mal auf hungriger Hugo-Videos, Mann. Monte, ich hab ein Trikot für dich. In Größe S oder was? Nein, oder ein L. Brauche ich, alles gut, weil sehr nett. Von wem denn? Thomas Müller. Habe ich zu Hause an der Wand mit Unterschied. Sehr nett, aber alles gut, danke dir, danke. Ich hab's extra mitgebracht. Jungs, kommt rum, Fotos machen, hab heute einen guten Tag. Verpiss dich, Yusuf, verpiss dich, Mann. So, jetzt, die Strecke kennen wir hier noch nicht. Vielleicht ist sie besonders spektakulär. Kann man auch geil mit dem Fahrrad hier fahren, sag ich ehrlich, Digga. Aber es ist echt super zum Spazieren. Mit Freunden, mit Freundinnen, mit Familie. Ist echt super schön, Digga. Ist echt super schön. Mir gefällt das gut. Mir gefällt das hier, Digga. Und gutes Internet zum Streamen. Das war das Wichtigste. Und ich kann auch ehrlicherweise verstehen, und das finde ich auch sogar gut, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Chat. Ich finde es gut, dass man hier Eintritt bezahlen muss. Oh, da sind Schildkröten gewesen, Digga. Da war alles voller Schildkröten, Digga. Geil. Ich finde es gut, dass man hier Eintritt bezahlen muss, weil es diesen Park schützt. Weil die Leute, weil hier, also natürlich hast du ja auch ein paar Soziale, das ist ja klar. Aber dadurch hältst du dir den Schmutz fern, Digga. Da war wieder eine Schildkröte. Also das finde ich gut. Die Bimmelfahrt ist entspannt, finde ich, Digga. Und vor allen Dingen für Kids ein Highlight, weißt du, dafür ist es ja da. Für Kinder ist das einfach ein Highlight, Digga. Kinder finden Bagger, Bahn, alles immer cool. Für ein Kind ist das ein absolutes Highlight, Digga. Ich wäre so gerne mit der Seilbahn gefahren, Digga. Das ist jetzt keine besonders spektakuläre Strecke, aber ich glaube, ist einfach trotzdem ziemlich cool, Digga. Also folgender Plan, Chat, wir gehen gleich zum Auto. Und dann fahren wir zu JP einen Burger essen. Aber gleich nochmal für alle, die zu JP kommen, wieder stalken. Bei JP wird nicht ein einziges Foto gemacht.
Niemand verbietet euch, zu JP zu fahren, aber habt da Respekt, benehmt euch. Und bei JP werden keine Fotos gemacht, das sind seine Hausregeln. Das hat er zu allen immer gesagt. Er macht da keine Fotos und ich halte mich da auch dran. Das heißt, heult nicht rum, wenn ihr Kilometer über Kilometer dahin fahrt und dann am Ende kein Foto bekommt. Es gibt da keine Fotos. Punkt. Und ich sage ehrlich, in solchen Situationen kommt auch immer bei mir das Kind durch, Digga. Kommt auch immer bei mir das Kind durch. Ich finde das cool, mit der Böbelbahn zu fahren, Digga. Versetzt mich in die guten alten Zeiten. Piss dich, Junge. Versetzt mich einfach in die guten alten Zeiten. Kieskau ist ein Sohn. Big Mac? Big Mac, keine Ahnung, Mann. Mach mal ein Big Fuck you an Kieskau, alle. Alle. Ja, scheiß drauf, Digga. Kieskau, die lieben dich anscheinend alle, Digga. Da sind auch alles voller Gänse, sehr chillig, Digga. Guck mal, das ist Leben, Chat. Das ist Leben, Digga. Picknickkorb dabei. Aber bodenlos, dass sie noch Socken anhatten, sag ich ehrlich. Aber ansonsten, das ist Leben. Einfach hier hinlegen, auf Wiese, chillen, Buch lesen, sich zivilisiert verhalten, auch mal ein Buch lesen, sage ich. Habe ich selber auch Ewigkeiten nicht mehr gewartet. Ja, moin, letztes Mal in der Kindheit gefühlt. Frisch Rasengrill mäht hier, das riecht auch richtig gut. Die Jungs haben das den Prinzip vom Park nicht verstanden. Ruhe. So. Schnell weg, Digga. Ah, so. Ja, habt ihr? Oh, King, danke dir, mein Bester, Digga. Dankeschön, danke. Hoffentlich hat er sich das Nasenspray nicht sonst wohin gesteckt, Alter. Ja, Fazit von dem Ding. Ich muss das ja immer ein bisschen anders betrachten, weil natürlich ich jetzt hier nicht alles genießen konnte. Erstens, weil einige Aktivitäten nicht auf hatten und ich natürlich hier nicht wirklich entspannt durch die Gegend gelaufen bin. Zuschauer, bin am Stream. Aber ich glaube, lieber Livestream-Chat, für Leute, die hier aus dem Ruhrpott kommen, Dortmund dagegen und alles, was dazugehört, ist das ein Ort, wo man richtig die Seele baumeln lassen kann. Ist alles sehr sauber, alles sehr entspannt. Und ich glaube, sowohl, oder sagen wir es einfach so, mit seinen Allerliebsten, egal wer das ist, kann man hier einen schönen Tag verbringen, kann man die Seele baumeln lassen, Vitamin D tanken. Und ich finde, mit 4 Euro Eintritt, finde ich, ist das auch nicht überteuert. Man kann hier sich selber die Getränke mitnehmen, man kann sich selber Essen mitnehmen. Man wird im Eingang nicht kontrolliert, ob man selber Trinken dabei hat oder so. Das heißt, man muss hier auch nicht gezwungenermaßen etwas kaufen. Insofern finde ich das hier ehrlicherweise ziemlich schön und beneide in einer gewissen Art und Weise die Dortmunder oder die Ruhrpottler, weil sowas haben wir bei uns in Hamburg nicht. Ne? Ist sehr schön. Hat mir gut gefallen. Hier würde ich öfters hinkommen, wenn ich hier wohnen würde, sage ich ehrlich. War sehr schön. Schönen Tag wünsche ich noch. Freut mich. Danke, ciao. Jungs, dieses Hinterherlaufen, ich habe das schon jetzt ein paar Mal gesagt. Gut. Dieses Hinterherlaufen und die ganze Zeit Namen sagen, und so habe ich gar keinen Bock drauf. Okay, ich war die ganze Zeit korrekt, aber jetzt macht keine 31er-Modus, okay? Bisschen zivilisiert, nicht rumgrillen und die Leute hier auch in Ruhe lassen. Ne? Alles klar, danke schön. Gut, ciao, ciao. Ich möchte kein Geschenk, Decker. Ist egal. Das fühle ich natürlich aber auch wieder. Wir fahren jetzt zu JP, Burger snacken, er ist vielleicht auch am Start. Wir sind da zum Chillen, bisschen quatschen, was essen und gut. Respektiert das. Bei JP. So, schön mit Nachos, Digga, oben drauf, köstlich, schmöchtig, saftig, kräftig, mit Doppelkäse. Ansonsten war doch bis jetzt ein ganz entspannter Stream, da im Park, Digga, ich hab den Vibe enjoyed. Vielen Dank an Jack Goodman für die 5 Naschis. Dankeschön für die 5 Naschis. Ich hab den Vibe enjoyed. Zum Schluss war mir ein bisschen einer zu viel, sag ich ehrlich. Zum Schluss waren mir zu viele Leute da. Das hat den Vibe genommen von dem Park so, weil die Leute dann auch so in Gruppen und sich dann nicht mehr so richtig mitnehmen. Nicht sich so richtig benehmen können, habe ich das Gefühl. Aber ansonsten war es ein schöner IRL-Stream, war ein guter Platz. Nächstes Mal fahren wir vielleicht zu diesem Phoenixsee, den alle da so angepriesen haben. Aber eventuell muss ich beim Phoenixsee Security mitnehmen, weil ich glaube, an dem Ort wird das deutlich schlimmer als hier. Und ich will einfach in Ruhe arbeiten. Also ich habe vorhin gesagt, ich brauche keine Securities und die brauche ich auch eigentlich nicht. Aber an gewissen Punkten muss man welche mitnehmen, um große Menschenmengen auf einem Haufen zu verhindern, dass die sich auch nicht gegenseitig am Ende da über den Haufen trampeln oder sowas. Ne? Kann ich mal mit JP... Verpiss dich, Digga. Hör auf, so ohne dich rumzuhupen, Mann. Kann ich mich mit JP nochmal über den... Verpiss dich, Junge! Über den GT3 RS ein bisschen unterhalten. Okay, ja, 2 Minuten. Also sind direkt um die Ecke hier.
Sollen wir mal kurz gucken? Ah ne, nee, alles gut, wir sind direkt schon da. Geil, Digga. Also, boah, da steht ja der GT3RS, Digga. Geiles Ding, Alter. So. Ich halte mich an das Hausrecht von JP. Das habe ich auch schon mehrfach jetzt im Stream gerade gesagt. Das sieht aber brachial aus, Digga, ne? GT3 RS, ja. Schön konfiguriert, muss ich sagen, ey. Chat, was sagt ihr? Ja, stimmt. Ja. Du bist ja jetzt im Club hier. Ja, ich bin im Club, genau, ja. Den hast du dir sehr schön konfiguriert. Grün mit dem Weiß sieht sehr geil aus, Digga. Sehr, sehr geil, Mann. Ja, eigentlich ja nicht so schön. Also der war jetzt ganz langweilig konfiguriert. Das Lackieren von den Sachen hat echt viel gemacht. Also das habt ihr selber gemacht? Ja, der war okay. Weiß. Okay. Das und so ist alles für uns. Sieht sehr schön aus. Und was du auch machen kannst, diese Sitzdinger in der Mitte, die kann man relativ simpel wechseln und dann ändert sich der Style im Auto stark. Vom Sitzkomfort meinst du oder ohne? Nee, auch von der Optik. Hm. Also nur diese Mittelbahn, weißt du? Schon sehr schönes Auto. Ja, auf jeden. Wie geht's dir sonst? Ja, alles gut soweit, ne? Viel unterwegs jetzt gewesen, aber geil, Digga. Und ich sag dir ehrlich, auf den JP-Burger habe ich auch richtig Bock. Und selber? Boah, hat echt eine sehr, 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 sehr schwierige Phase. Oh, ist ja hier schon. Moin, Jungs. Und ja, jetzt hier offen alles. Genau, wenn man zur Werkstatt umgebaut haben. Kundenautos machen wir jetzt so, ja, kaum noch, also so wie gar nicht. Aber es sieht richtig gut aus, finde ich. Dieses, also, ja, ich finde, das sieht super aus. Dieses offene sieht super, super, super aus. Auch mit den verschiedenen Ebenen und Hebebühnen, ja, mit den Autos. Das ist natürlich schon sexy, Digga. Da geht ja auch einer ab, sag ehrlich. Ja klar, wir wechseln jetzt auch den zu einem Dreierturm auch. Ja. Das heißt, der wird auch so hoch und dann gehst du hier durch und hast halt rechts und links die Dinge. Wenn du dir ein Auto davon entscheiden müsstest, du darfst nur eins behalten für immer. Also immer? Einer der drei Autos, der Nissan. Der Nissan. Da geht wenig drüber. Würdest du auch also vom Ranking sagen, der Nissan ist der krasseste und dann kommt welcher? Das ist eigentlich echt ein krasser Vergleich, weil die alle krass sind. Der ist halt extrem asozial schnell, also wirklich schlimm, mhm, und halt modern. Das ist halt super sexy und emotional und der Sound ist crazy jetzt. Wir haben einen neuen Auspuff angebaut, das ist verrückt. Und das ist halt einfach Kult, Sound, Geschwindigkeit, alles so zusammen. Also, Was ist das nochmal für einer? Ist das ein R34. Lamborghini Diablo, ja, und R35er GTR. Die haben wir ein paar Mal auf dem Nürburgring gesehen, als ich mir Best of Compilation angeguckt habe. Die R34. Da ist mein das Chat, kann sein. Da ist mein Chat ein großer Fan auch von diesem Auto. Oder allgemein, ja, von diesen Alten. Jeder, der Auto begeistert ist, liebt dieses Auto. Das ist so filmst du die richtige Richtung, weil das Ding guckt sehr bergab hier. Oder bist du so weitwinklig? Ich filme richtig, ja. Okay, gut. Weil du filmst so. Ja, das ist ein guter Weitwinkel. Also okay. Die Kamera ist so. Ist nein, aber. Das ist echt UFO. 996 GT2, so in weiß, gab es halt nur zwei Stück. Hey, Buddy! Yeah, Dirty Bird! Hallo, mein Schatz! Hey, Buddy! Ich hab Klaus deinen Hund gestreichelt. Ist das okay? Hallo, moin. Hallo, Buddy, kennst du mich noch? Hä? Oh, nee, erst Buddy, mal komm mal her. Komm mal her, sag mal, wer ist Onkel Tonte? Buddy, kennst du mich noch? Fein, mein Feinchen, hä? Wie geht's dir? Das war schon gut eigentlich. Wie geht's dir, Buddychen, hä? Hallo. Weil er wirklich nicht mehr so... Hat er keinen Bock mehr auf neue Menschen? Nee. Ja, Buddy und ich haben einen guten Start gehabt, das hat er sich gemerkt. Und Hunde merken sich das ja eigentlich. Die eigentlich haben ja, schon. Ja, auf jeden Fall, ja. Nee, was wirklich krass ist, du kennst ihn so vom Typ. Und dann geht dir auf jemanden zu und du denkst, du freust dich für den Menschen. Gleich geht er zu ihm hin und dann geht er so vorbei. Ja, das ist... Und du machst so... Aber das macht mein Hund auch bei mir. Wenn ich mit Kylo macht irgendwo da hinten Kacki, ja, dann gehe ich so in die Hocke und sage, oh, hast du fein Kacki gemacht, komm zu Papa, dann läuft er an mir vorbei. Nee, also bei uns beiden würde das nie machen, bei fremden Leuten, ja. Ja, 996 D2, das wird dir schon ein Köttel in die Hose schießen. Das ist schnell, mhm, und gefährlich. Mhm. Das sowieso, das haut dir sowieso ein Köttel in die Hose. Und das ist gerade der Grund, warum ich so geil Laune habe. Warum? Weil boah, ist das asozial, Digga. Dieses Auto haben wir schon mal gebaut, aber nicht so. Und der hat jetzt halt den großen Motor aus dem Supergolf reinbekommen. Und alles echt Gold. Mhm. Und das Auto muss am Montag, Digga, auf Schiff nach Las Vegas. Sieht jetzt nicht schiffbereit nach Las Vegas aus, ne? Das ist korrekt. So, und deswegen arbeiten wir gerade, heute machen wir mal früher Feierabend. Wir haben den Sonntag durchgemacht, Montag
wollte, machen wir früher, aber wir alle nicht mehr können. Und dann heißt es jetzt bis Sonntag oder Montag durchackern. Aber zu einer Ausstellung oder wird das? Okay. Mhm. Genau. Und wir wollen halt hier für denjenigen in Amerika, der das halt nicht ganz so intensiv fahren will, machen, dass wir den per Schiff fahren. Mhm. Und per Schiff sagt deutlich, deutlich günstiger. Das zweite Auto, was wir bauen für die Messe für Amerika, geht per Flugzeug. Der geht dann so eine Woche vorher. Ja, das ist noch gut, da haben wir noch Zeit. Aber Schiff ist ja manchmal über einen Monat oder länger. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also das Schiff ist geplant für, der kommt auch gerade pünktlich an. Also die Messe ist im November, 4. November. Der kommt auch nicht so locker flockig an. Das ist hochgradig asozial, das Ding, ne? Ja, das ist schlimm. Digga. Oh. Und was ist das für, ich bin ja da nicht so, gib mir mal ein paar Eckdaten, so Leistung, Beschleunigung, was soll das Ding? Also, das ist der Motor aus dem Super Golf, da hatte der so 1200 PS. 1200? Das fahren wir jetzt nicht mehr. Aber was ist ein Super Golf für ein Auto? Das ist eigentlich nichts, was wir erfunden haben. Was auch nicht funktioniert hat, das ist wirklich ein Auto, was ich mir ausgedacht habe. Das hat die Leistung gehabt, die Beschleunigung gehabt, aber es war einfach von der Performance nicht der Name wert. Sag ich okay, natürlich. Okay. Deswegen bauen wir diesen Super Golf auch nochmal. Mhm. Und deswegen ist der Motor auch raus aus dem Super Golf. Der Motor kann aushalten 1300. Mhm. Jetzt haben wir diesen Motor genommen. Das ist ein R32-Motor aus einem... Okay, ja. Kennst du? Ja, R32, klar. Genau. Und haben jetzt da so Longtube-Header gebaut, dass die Turbolader da vorne sitzen. Mhm. Die Turbolader, die da drauf kommen, zeige ich dir eben. Weil das sind jetzt nur Testgehäuse. Das sind nicht die Gehäuse, die wirklich drauf kommen. Das sieht jetzt schon hochgradig illegal aus. Warte, ja, natürlich. Oh, ja. So sehen nachher die Turbolader aus. Und die werden wir im Gepäck, weil wenn wir nach Las Vegas fliegen zur Messe, nehmen wir die mit. Ich verstehe nur Bahnhof. Ja, das ist mein Kollege. Ach so. Ja, ja. Wenn wir die mitnehmen im Handgepäck, werden wir die dann vor Ort in Las Vegas wechseln müssen, weil das dauert noch ein bisschen, bis wir fertig sind. Wir fahren den Motor jetzt hier drin so mit 600 PS ungefähr. Das reicht dicke aus. Ist es dann, ich weiß nicht, ob das auf dem PS-Test hatten wir ja geredet, diese Drag Race, die ich gemacht habe? Das ist viel, viel langsamer. Okay. Weil das ist eine Mischung auf Show. Es sind zwar breite Reifen und so, aber das, was du auf dem Drag Race beim PS-Test gesehen hast, PS-Test, sind Allradautos. Das war dieser eine Golf mit. Das war. Was auch lustig ist vom Kick, ist der hier, der ab. Wenn wir mal nach vorne gehen. Okay, ja. Das ist so ein Sleeper-Auto, was wir bauen. Der ist jetzt, den haben wir mal vor Jahren gebaut. Und wir bauen jetzt viele Projekte nochmal. Das ist ein 1.8T-Motor. Ne? Ja. Aus dem TT. Ja. Aber der ist mit Allrad. Hat halt jetzt noch kleine Leistungen. Ne? Aber du kannst so einen Motor auch mit 1000 PS fahren. In so einem Auto? Genau, das würde gehen. Aber das macht doch keinen Spaß. Doch. Das macht Spaß. Aber damit willst du auch nicht gegen... willst du mit gar keinem Auto, aber viel Knaus schon hat er auch nicht dann. Nein, Digga. Vor allen Dingen dieser Frontträger, der hier eigentlich ist, der ist ja jetzt... Ja. Das ist halt, wenn das Auto zu ist, jetzt noch, du machst Haube zu, Stoßstange dran, guckt der Kühler zwar raus, aber du siehst halt nichts. Das sieht aus das wie... Das Auto mit 1000 PS ist doch illegal, Alter. Na, jetzt hat er 300 sowas. Das ist aber auch 300 Spaß. Schon. Genau. Aber die Frage, die ich mir stelle, wann kommt die S-Klasse? Der S63. Bei mir? Nicht. Kommt doch nicht? Nee. Hast du bestimmt den neuen Lambo Huracan-Nachfolger? Habe ich gesehen, ja. Hast du den Preis hast du gesehen? Nee. Was, wo liegt der? Erzähl's mir. Nicht cool. Ich war so voller Euphorie, dachte mir so, geil, brauche ich. Auf jeden Fall. Und die Preis hast du gesehen und ich habe mir dann gesagt, ich weiß nicht, ob ich das brauche. Also ausgestattet bist du bei 450. Für den Huracan. Kein Aventador oder sowas. Schon üppig, ja. Ich finde, das ist eine Menge. Vor allem, weil der normale Huracan, jetzt sagen wir mal mit ein bisschen Rabatte, neu, hast du so um die 300, 280 bis 300 bezahlt. 280. Drauf. 280, ja. 150 drauf. Das ist ja. Aber kann der mehr? Klar. 10.000 Umdrehungen, V8, Biturbo, das ist, wird super schnell sein und auch super krass sein, aber... Boah. Aber die Realität ist ja einfach, Lambo kann es halt einfach machen. Die Leute werden trotzdem wie verrückt kaufen. Natürlich, natürlich. Aber ich finde es gut, ich sage dir ehrlich, war eine gute Entscheidung, das aufzumachen. Sieht viel, viel geiler aus, einfach, ne? Und auch für uns zum Arbeiten. Eine Bühne kann ein Projekt sein, ein Auto sein. Wir müssen nicht rein, raus machen. Ja. Und Regen bauen wir noch was geil. Also momentan bauen wir echt sehr viele geile Sachen, aber halt durch das, diesem Zeitrahmen ist es halt super scheiße. Durch den Golf meinst du jetzt? Und halt auch technisch echt ein paar Hürden, die nicht gut sind. Das nimmst du auch mit ins Bett dann, wenn das Ding nicht läuft, ne? Nö.
Genau, der GTR, der hat jetzt ein Turbolader vorne in der Front. Ja. Die Außenlage kommt oben aus der Haube raus, vorne direkt. Und damit dann auch kein Allrad mehr sein, sondern Heckantrieb, ist dann so ein Driftteil. Der sieht auch vernünftig aus, ja. Das Bild. Ich muss sagen, ich war ja bei den PS jetzt das erste Mal Drag Race und auch gedriftet. Ja? Ja, ja. Was denn für ein Auto? Boah, Chad, wisst ihr es noch? Mit was für einem Auto bin ich gedriftet auf dem PS Days? Aber es war schon... Ah nein, das Auto war bei uns einen Tag vorher zum Abstimmen. Das kann ich gut sein. Ich habe ein Bild gesehen. Das war ein Supra. Genau, ja, so ein weißer. Ja, yeah, der war hier. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber ich sag dir ehrlich, nichts ging für mich über diese Drag Races. Also das war... Nein, nein, der Kick ist krass. Das man ist geisteskrank. Man kann das auch eigentlich... Ich finde das geil, dass du es gemacht hast, weil man kann es kaum erklären. Man muss drinnen sitzen, ja. Genau. Wenn du das liest und sagst, so, ja, 0-100, 2,5 Sekunden und 100-200 in 3,5 Sekunden. Dann sagst du, ja, gut, krass. Zahlen auf dem Papier, aber... Genau, ja. Das kannst du nicht vergleichen. Das kann man auch nicht vergleichen, wie zum Beispiel jetzt Beschleunigung im GT3 RS oder im Huracan Performante. Das ist eine ganz andere Beschleunigung und viel, viel mehr in die Fresse, ja, finde ich. Hört nicht auf. Viel mehr in die Fresse. Du kennst es ja, wenn du ein schönes Auto hast, dann steht das und dann so bei 110, 120 ist dann so Schicht. Mhm. Dann geht es normaler weiter und die Dinger ziehen durch bis 330, 340, machen die dasselbe. Das Tampon. Ist verrückt, ja? Ja, ist komplett voll. Aber ich muss dir wirklich sagen, JP, du musst dir eine S-Klasse noch holen. Vertrau mir, dieses Auto ist... Boah. Ich weiß, ich kenne ja auch deine Kritik, aber dieses Auto ist... Spürst du die Kritik? Ich glaube, wenn man cruist, merkt man sich, wenn man halt immer drauf tritt... Dann ist es nicht gleich. Ich merke natürlich den Unterschied zu einer Launch Control. Ne? Launch Control Start oder halt auf der Autobahn. Aber ich persönlich habe es jetzt nicht so wahrgenommen. Also im Sport Plus, der auf der Autobahn marschiert so brachial nach vorne. Ja, aber immer gleich? Ja, ich habe da nicht so das Gespür für, wie du vielleicht. Ne? Aber er macht. Klar, der ist schnell. Der ist so oder so ist er schnell. Ja. Ich bin nie ein besseres Auto gefahren. Das ist super. Ich fand den S63 davor als Coupé unschlagbar. Den haben sie nicht als Coupé rausgebracht, weil die Nachfrage auf dem Markt, whatever. Aber S-klassentechnisch ist das schon großes Kino, aber es ist halt auch eine Geldverbrennungsmaschine. Ne? Brutal. Und zwar, das ist auch das, wo ich so ein bisschen keinen Bock drauf habe, ist halt diese Geldverbrennung im Wertverlust. Ja, ja. Also nicht jetzt in der Nutzung. Sondern wenn du zu dem Punkt kommst, dass du sagst, boah, der Neue ist rausgekommen oder irgendwas anderes, dann wird es wehtun. Dann sagst du dir, ey, obwohl du Stecke kannst. Leasing. Ja, dann drauf geschissen. Firmenfahrzeug. Drauf geschissen. Ja, man lebt nur einmal, ne? Nee, dann kostet es jetzt einmal viel, aber dann sagst du tschüss. Genau, richtig, ja. Klar, dann kannst du das machen. Nee, also kaufen würde ich mir die S-Klasse nicht. Aber Hermann können wir ja nochmal vielleicht tauschen. Ja, dann nimmst du mal die S-Klasse für mal zwei, drei Wochen und schmus mal mit der. Was willst du denn haben von mir dann? Ja, ja, also jetzt realistisch gesehen... Das haben, was du willst. Du musst halt ein Kennzeichen haben, ne? Was rätst du mir? Oh, Buddy, komm mal her, was rätst du dir in dem Monte? Was Buddy! Hey, mein Fein. Hallo, Buddychen, mein Schatzi. Ich bin ja noch am Liebäugeln mit dem Turbo S. Das kannst du haben. Aber es ist sehr schnell, das Auto. 1000 PS. Von mir, das ist unheimlich. Ach, deine hat 1000 PS. Aber würdest du den Turbo S als auch Alltagsfahrzeug... Ja, genau wie die S-Klasse. Ist das wirklich so? Wenn du zu zweit fährst, 100%. Ja, das war ja auch der Anspruch von Porsche. Und Porsche weiß, wie man Autos baut. Der Sitz und das Ding ist super tief von mir. Auch das Fahrwerk von KW, wie das jetzt so... Das, ich sag dir, das ist... Vielleicht ist die S-Klasse nochmal so 10% komfortabler. Ja. Aber die S-Klasse ist auf jeden Fall weit langsamer. Das Problem ist, Diggi, ich habe mir die S-Klasse geholt mit Komfort und alles, Limousinenpaket und so. Aber ich fahre immer nur andere Leute. Verstehst du? Ich nutze das gar nicht. Ich zeige immer allen, wie geil das ist, leg dich hinten hin und mach dir die Massage. Ja, aber ich kann halt auch nicht, ich kann andere Leute nicht fahren lassen. Ich will selber fahren. Auch. So. Und der Turbo S sagt mir schon sehr zu. Ich habe ihn jetzt auf dem Mai-Festival in München auch nochmal live gesehen. Ich finde ihn extrem sexy. Und er sagt mir halt auch noch mehr zu, weil der Wertverlust bei dem Fahrzeug auch nochmal ein ganz anderer ist als bei der S-Klasse. Ganz anders. Also, du hast mir geschrieben wegen GT3 RS. Und dann habe ich dir was auch dazu gesagt. Richtig. So. Also der Turbo ist auf dem Punkt dein Auto. Und der GT3 RS auch. Aber mein Gefühl sagt mir, du wirst an den Punkt kommen, wo du ihn anguckst und sagst, ich nehme lieber doch dann den. Weil, wie dir aufgefallen ist, du kannst den GT3 RS
entweder entscheiden, ein Mensch kommt mit oder ein Rucksack. Ja. Dann ist die Geschichte erzählt. Ich habe einen Livestream aus dem Porsche gemacht mit dem Rucksack. Das war schon Krise. So, ich habe das Gefühl gehabt, ich spiele Tetris durch den Käfig mit dem Rucksack. Ja. Das fühlt sich auch nicht gut an. Du hast einen Carbon-Käfig oder Metall? Metall. Ja, ich glaube Carbon doch. Hat der so eckige Öffnung oder hat der so ein Kreuz? Eckige Öffnung. Dann hast du Carbon. Ja. So, das ist kacke, ne? Du quetschst das da so durch mit dem Klarlack und so. Das sind halt alles wertvolle Autos. Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe jetzt gehofft, dass du mir irgendwas Schlechtes über den Turbo S sagst, weil ich... Nein! Ja, weil ich beste jetzt... Rundenzeit bei uns auf der Strecke. Ja. Der Turbo S, jetzt von uns gemacht, war schneller als den GT3 RS. Das ist schon schwer. Also der GT3 RS, ich bin ihn jetzt 3, 4, 5 Mal gefahren. Mhm. Länger oder auch mal kürzer. Und ich muss sagen... Ja, schon auch mal mehrere Stunden. Wie läuft Energy? Super. Kann mich nicht beschweren. Läuft alles super. Das war super. Alles super. Am Ende des Tages ist es fast das gleiche wie bei dem Huracan Performante. Man sagt, geil, macht richtig Bock. Aber jetzt freue ich mich auch echt wieder auf die S-Klasse. Weiß genau. Und beim Turbo hast du es nicht. Turbo kannst du jeden Tag machen. Ohne Problem. Es tut mir leid, dass ich sagen muss. Aber er kostet auch Turbo. Was, der liegt auch so um die 400, 300? Nein, nee? Nein. Meiner ist also 300. Aber ich meine, wie gesagt, man sagt das so. Das ist unfassbar viel Geld. Das stimmt. Aber man kann ganz klar sagen, bei einem Turbo, weiß nicht, ob du gerne schnell fährst, aber ja. Zum Beispiel du fährst 330, ja, und die Welt ist wirklich enorm. Ja, 330, also ich glaube, wenn man von Schnellfahrer zu Schnellfahrer redet, 330 kann man mal machen, aber da hältst du nicht lange durch. Also ich fühle mich komfortabel zwischen, sag ich dir ehrlich, so um die 250 auf der Autobahn unbegrenzt, wenn frei ist, da fühle ich mich noch auch. Hab ich auch das Gefühl, ich kontrolliere die Situation. Genau. Alles, was in Richtung 300 geht und drüber, habe ich das Gefühl, die Situation kontrolliert mich eher. Also ich habe keine Angst, aber ich habe einen heilen Respekt. Mhm. Ist auch richtig, also ich habe es genauso. Aber ein Turbo bei 250 km/h, da musst du mehrmals auf den Tacho gucken und sagen, oh krass, 250. Es gibt kein besseres Auto für... es ist gemacht worden, dass ein Mensch, der nachts von Hamburg ins Ruhrgebiet muss, schnell. Und mit schnell meine ich schnell. Dann gab es ja auch, bei dem glaube ich nicht mehr, die 100-Liter-Tanks. Dann haust du da 100 Liter rein, dann kommt es, das Ding verbraucht nicht viel. Ne? Nicht viel. Du kommst diesen 100-Liter-Tank ultraweit. Da ist nämlich eine S-Klasse auf, der hat nur einen 70-Liter-Tank, glaube ich. Was brauchst du denn? Ja, kommt drauf an. Durchschnitt würde ich sagen, ja, okay, er hat ja den E-Motor noch mit drin, da die E-Unterstützung. Ja, was ist denn da für eine Zahl auf dem Tacho? Was ich so im Durchschnitt verbrauche? Ja. So 18, 19 Liter würde ich sagen. Also im Turbo Liter. Also dann fährst du so dumm. Wenn man beim Turbo den Verbraucher hat, meinst du jetzt? Oder? Das schaffst du nicht, du kommst dann so hin. Ernsthaft nicht? Also wenn ich den richtig trete in der Stadt, dann liegt er auch bei 28, 29, 30 Liter. Die also das geht schon gar nicht. Aber ja, also ich kann den Turbo, wenn ich darauf anlege, fahre ich den mit 9 glatt. Wenn ich normal zügig fahre, fahre ich 12,5, 13. Und wenn ich darauf anlege, muss ich mal gucken, 16, 17. Was aber auch eine Menge Sprit ist, ne? Also wenn du es klug baust, ist schon eine Menge Benzin. Ach Chad, ich habe gehofft, dass JP mir ein bisschen den Wagen madig redet. Komm, lass rüber. Gar nicht. Jetzt habe ich noch mehr Bock, den Wagen mir zu holen, Digga. Scheiße, Mann. Aber ey, und Spaß. Ich will natürlich GT3 RS ein Turbo-Auto und da macht auch gar keinen Verlust dran. Aber GT3 RS gegen Turbo. Tauschen meinst du? Das, ich weiß, das ist dein Ding. Pass auf, wir machen es so. Du kommst dabei, du nimmst den Turbo und fährst auf. Ja, können wir mal machen, das ist kein Problem. Ach Mann, jetzt muss ich mir noch. Jetzt werde ich mich wieder. Jetzt werde ich auf der ganzen Rückfahrt über die Turbo S nachdenken, Digga. Und tolle Farben gibt's. du fühlst das jetzt aber auch, ne? Echt toll. Ja. Ja, mal gucken, ne? Ich wüsste aber gar nicht, wo ich den Turbo. Ja, gut, ja. Na ja, gut, mal schauen. Ich habe mir einmal ein Leasing-Angebot von Porsche direkt geholt für den Turbo S. Da weg. 4.000 Euro oder so. Ja, über 4.000 Euro. 4.000 Euro? Ja, doch eine gute Figur, ne? Muss man sagen. Ja, hey, Mannchen. Hallo, mein Schatzi, ja, was ist denn? Hallo, oh, so ein Feinchen bist du. Oh, bist du so ein fein, Buddychen? Ja, das ist das Schöne an Hunden, die merken die Aura des Menschen. Voll.
und wissen direkt, ob gut oder schlecht. Du hast jetzt ein Vorstellungsgespräch? Ja. Soll ich noch warten auf Essen mit dir oder möchtest du nicht mitessen? Ich weiß nicht, wie lange ich brauche. Vielleicht habe ich auch noch ein paar Sekunden Zeit. Okay, ja, kein Stress. Das war jetzt sehr, sehr spontan. Ja, habe ich auch schon erzählt im Vorhinein. Okay, cool. Kann dir niemand sagen. Okay, falls wir uns nicht mehr sehen, sag ich schon mal Tschüss, ansonsten vielleicht noch später. Wir haben ein Date. Ja, okay. Ja, für den Turbo S. Okay. Okay. Alles klar, gut. Danke, danke, bis später. Das war wirklich nicht das, was ich über den Turbo S hören wollte, Chat. Aber es ist, wie es ist. Aber ich könnte nicht das vereinbaren, den GT3 RS jetzt weggeben, verkaufen für den Turbo S. Das würde ich nicht machen, Digga. Ich habe gerade im Kopf gedacht, eventuell den Lambo weggeben von Turbo S. Aber auch, nee, eigentlich auch nicht, Digga. Ach man, jetzt rattert der Kopf wieder. Das ist doch kacke, Digga. Kann mir nicht einfach jemand einen Turbo S schenken, Digga? Dann haben wir das Problem nicht. Moin. Geil, dass du hier bist. Die Leute drehen wieder so durch, Digga. Jetzt gibt's lecker was zu schmatzen, Digga. Ja, JP hat einfach immer eine gute Aura, Digga. Ihr merkt das auch, man harmoniert zusammen. Gute Gespräche. Ich bin zwar nicht so autoaffin wie er, das ist ja klar. Das heißt, einige Sachen, die er mir erzählt, kann ich einfach nicht verstehen. Aber ich bin trotzdem wissbegierig und nehme das auf. Deswegen, jetzt gehen wir mal ganz kurz rein und organisieren uns mal einen Burger. Ja, ich nehme Monster, bitte, einen grünen. Habt ihr den auch in Zero da? Und dann nehme ich den normalen, bitte. Als Burger, ihr habt so einen vegetarischen Burger, so mit Chicken, glaube ich, mit Nachos. Das letzte Mal. Da waren Nachos oder Chips genau. Drauf, ne? Nee, aber können wir machen. Genau, mit Nachos und Doppelkäse bitte. Und gerne noch Pommes dazu. So, Chat. Ja. Geil, Digga. Sehr nett, danke dir. Getränk hast du schon? Getränk habe ich schon. Ja, Jungs, guck mir jetzt nicht die ganze Zeit auf meinen Burger beim Essen, ne? Und wehe, ihr filmt beim Essen. Okay? Beim Essen ist Privatsphäre. Jawohlski, Digga. Jetzt wird fett abgeschmatzt, Alter. Boah. Dankeschön. Schönen Tag euch noch, ne? Ciao. Mit geiler Remoulade. Boah. Ist wirklich pop-tasty, Digga. Ist wirklich pop-tasty, Chat. Hier, Chat. Kann man gut sehen. Der ist richtig pop-tasty, Digga. Scheiß mal da drauf, ob das jetzt von JP der Laden ist oder einfach nur JP heißt. Versteht ihr, was ich meine? Mein Urteilsvermögen würde nicht anders sein, wenn es nicht von JP der Laden wäre. Und ich sag euch, der Vibe, der Flair, die Autos, der Burger, du kriegst hier nicht nur einen Burger, sondern du kriegst hier ein Gesamtkonzept. Es ist mit Sicherheit nicht der beste Burger, den ich jemals in meinem Leben gegessen habe, aber er ist auf jeden Fall in meiner Top 5, hundertprozentig. Er ist hundertprozentig in meiner Top 5. Also, ich finde 15 bis 18 Euro für ein gutes Burger-Menü legitim. Wenn du jetzt überlegst, dass du bei McDonald's für ein Menü schon 10er bezahlst, ich muss auch sagen, ja, das muss ich wirklich sagen, und das hätte ich jetzt auch noch gerade gesagt, das ist wirklich mein einziger Kritikpunkt, das hier. Mit Sicherheit steckt dann ein Sinn hinter oder ein System und eine vernünftige Schlussfolgerung. Aber ich finde, zu einem vernünftigen Burger-Menü gehört nicht Ketchup und Mayo aus dem Plastikbehälter. Das ist für mich, hat ja nichts mit JP zu tun, sondern insgesamt, egal in welchem Laden ich das bekomme, ich benutze es ungerne. Dafür ist die Remoulade, ich weiß nicht, ob sie hausgemacht ist, aber die Remoulade ist umso geiler. Warum aber, kann ich dir nicht sagen. Falls wir nochmal mit JP reden, werde ich ihm nochmal das sagen. Da wird er eine Antwort dafür haben. Ich persönlich enjoye am meisten, wenn ich einen Burger esse und in der Mitte auf dem Tisch ein Kasten steht mit 5, 6, 7 verschiedenen Soßen. Und ich mir einfach selber dann frei die Soße raufmachen kann. Weißt du, wie ich meine? Digga, habt ihr gesehen, wie die Serviette geflogen ist, Alter? Der erste Gedanke war auch, nachdem ich das erste Mal hier war, ich hätte richtig Bock, und vielleicht hat sich das auch geändert, ich hätte richtig Bock, Gönnergy bei Big Boost Burger reinzutun. Ich habe das damals auch bei JP angesprochen und seine Antwort hat mich verblüfft, beeindruckt und ich habe sie respektiert. Und er hat zu mir gesagt, vielleicht hat sich es auch mittlerweile geändert, aber damals hat er zu mir gesagt, du Marcel, lieben gerne, aber ich möchte nicht deine Leute bei mir haben. Und dann habe ich so mäßig nochmal nachgefragt, wie meinst du? Er hat zu mir gesagt, du, ich habe hier meine Sachen aufgebaut, ich habe meine Leute hier und wenn wir jetzt Gönnergy mit Big Boost Burger machen und du das aktiv bewerbst, habe ich auf einmal eine ganz andere Zielgruppe vielleicht auch nochmal hier, als ich sie jetzt habe. Und das möchte ich einfach nicht, weil ich das so, wie es jetzt ist,
zufrieden bin, so mäßig. Das habe ich, da konnte ich nichts gegen sagen. Weißt du was? Fühle ich. Alles gut. Hat er schon recht? Ja, habe ich auch respektiert. Also, das war eine Antwort, die ich zu 100% nachvollziehen konnte. Da ist jetzt ja auch einfach so, dass bei JP läuft ja nicht schlecht. Bei ihm läuft super. Und natürlich wäre es im Grunde cool, das so zu machen. Aber sowohl er als auch ich sind nicht darauf angewiesen, das zu machen. Und deswegen habe ich diese Antwort zu 100% respektiert. Die Frage ist, ob mir noch der Monster Energy schmeckt. Ihr wisst, dass ich ein realer Mother bin und niemals Unwahrheiten aussprechen, nur um irgendetwas besser zu gefallen oder whatever. Der grüne Monster Energy ist der Energy, der mir überhaupt den Weg in die Energy-Welt gebracht hat. Monster Energy, grün, war der erste Energy, den ich jemals in meinem Leben getrunken habe und in dem ich mich damals verliebt habe und der mir gut geschmeckt hat. Und der schmeckt mir natürlich bis heute auch immer noch gut. Aber ich glaube, ihr könnt gut nachvollziehen und auch verstehen, dass wenn man seinen eigenen Energy auf den Markt bringt, den natürlich präferiert und am liebsten trinkt, weil es erstens der eigene Geschmack ist, das eigene Produkt, man die Geschmäcker selber überprüft hat und rausgebracht hat und jeder Energy, den man rausgebracht hat, einen schmeckt. Aber ist jetzt nicht so, als wenn ich jetzt im Stream damit ein Problem habe, mal Monster Energy zu trinken. Hätten die einen Gönnergy, würde ich lieber einen Gönnergy trinken, weil es ist meins, ist doch klar. Aber ist jetzt nicht so, als wenn ich privat kein Monster Energy mal trinke oder mal einen Red Bull. Sind bei Gönnergy auch schon wieder neue Geschmäcker in der Pipeline. Ich habe schon das finale Design, die Geschmäcker, die Displays optisch, habe ich alles. Also zwei neue Geschmäcker kommen wieder raus, ja. Die sind auch schon final eingetütet und gegen eine 100er Subbomb verrate ich dir, welche Geschmäcker das sind. Kappa. Jo, 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 mein Süßen. Also, ich habe jetzt lecker gespeist, war wirklich geil. Das Einzige, was ich zu bemängeln hatte, aber da wärst du so einen triftigen Grund haben, weil mir auch gesagt worden ist, dass ihr das mal hattet, sind die Plastik-Ketchup- und Mayo-Dinger. Und mir wurde gesagt, ihr hattet hier früher so einen Fußtritt. Ich mache jetzt einen Abgang, will dich also auch nicht weiter stressen. Beziehungsweise weiß ich, du hast viel zu tun, willst irgendwann noch mal Feierabend machen. Ich habe ja auch noch ein paar Kilometer vor mir. Also danke, dass ihr Zeit genommen hast. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend und bis bald. Turbo S for the win. Jetzt aber. So, let's go. Ich möchte eine Sache sagen. Was denn? Dass ich dich schon seit 10 Jahren supporte, gefühlt. Das freut mich zu hören. Danke dir, Mann. Wirklich, Respekt, was du gemacht hast. Danke dir. Danke dir. Ja, dir auch. Danke, danke. Bro, ich muss wirklich sagen, die Dodge Viper ist ein unfassbares Traumauto, Digga. Also, ist auch noch Shelby, ne? Gibt wenig Wagen, die so eine brutale Front haben wie das Ding hier. Boah, Alter. Die Schnauze ist brutal, Digga. Letztes Mal hat mich hier so ein Arsch eingeparkt, Digga. Das weiß ich noch ganz genau. Hab ich so eine Arschgeige eingepackt, dann noch TikTok gemacht darüber, wie ich mich aufgeregt habe, Digga. So, die Kacke hier, Digga. Transgirls, was ist das für ein Dreck, Digga? I love Transgirls, Digga. Wer hat mir diesen Aufkleber da rangemacht? War einer von euch hier oder was? Nee, diesmal nicht. I love Transgirls, Digga. Was ist denn die Kacke hier, Mann? So ein Dreck, Digga. Wer hat das denn da reingemacht? Mando. Komm, eine Frechheit. Oh ja, schön Birkenstocks. Oh, geil, Digga. Oh, ist das ein geiles Gefühl. Oh, Reinhard, das ist auch ein geiles Bewerbungsgespräch. Guck mal, was ich hier an meinem Auto hatte, Digga. I love Transgirls. Was soll das denn, Digga? Hast du ja auch solche Aufkleber an deinem Auto, aber dann mal. Ich danke dir. Ja, also was? Ja, super lecker, wie immer. Lass dir gut gehen. Ciao, ciao, danke dir. So. Hey, Mercedes. Was kann ich für dich tun? Navigiere mich zur Spielbank Hittfeld. Bitte melde dich mit deinem Profil an. Hey, Mercedes. Ja, bitte. Navigiere mich nach Hittfeld. Ich lösche die aktive Route und navigiere gut zum neuen Ziel Seesetal, Hittfeld. Haut rein, ciao, 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 ciao. Was ist das jetzt hier für eine Kacke, Digga? Wer hat denn da so beschissen geparkt, Digga? Was ist das für eine Scheiße? Wer hat denn da so kacke geparkt? Was soll denn das? Wer steht denn da so beschissen, Digga? Das ist eine Ausfahrt, hallo? Was soll denn das? So ein Dulli, Digga. So ein Dulli, Alter. Tschüss. So, hier sind wir keine rausgefahren. Gut. Okay, und Abfahrt. Rundum gelungener Tag bis jetzt. Schön im Park da unterwegs gewesen. Dann noch bei JP was abgeschmatzt. Und das, wisst ihr, ist immer an oberster Priorität bei mir. Was Geiles zu fressen. Ich habe eine geile Waffe gemampft. Zuschauer hat mir einen Flutschfänger vorbeigebracht. Ein geiler Burger bei JP. Sein Hund mag mich. Besser geht's nicht, Digga. Sag ich ehrlich. Besser geht's nicht, Chat. Besser geht's nicht. War ein gelungener IRL-Tag bis jetzt. Und jetzt ballern wir noch ein bisschen Autobahn zurück. Schmeckt. Ja, und Turbo S. Ach, Digga. Mann, ey. Ich hab wirklich drauf gehofft,
dass JP mir irgendeine Kacke über das Auto erzählt. Aber er hat ja wirklich fast ein, also ein Liebesbekenntnis dem Turbo S gegenüber gemacht, oder? Glaubst du, du würdest ein 3-Auto in die Halle bekommen, wenn du dir einen Turbo S holst? Nee, 3 Autos passen in Schlange nicht in die Halle, auf keinen Fall. Das passt nicht. Aber eigentlich soll der Turbo S soll ja auch ein Alltagsauto sein zum Fahren. Ich weiß nicht. Ach, man darf auch nichts über, man darf auch nicht übertreiben, wisst ihr, wie ich meine? Oder man sollte nicht übertreiben mit Autos. Was hat JP gesagt zu der Mayo und dem Ketchup? Und was hat er dich noch eben an der Tür wegen Gönnergy gefragt? Er wusste nicht, warum Ketchup Mayo da nicht drin ist. Das konnte er mir nicht sagen. Also warum das in der Plastiktüte ist. Das wusste er nicht. Das war wahrscheinlich eine Entscheidung des Teams. Er meinte, es gab das mal, dass es Ketchup Mayo so Behältern gab. Aber er konnte mir den Grund jetzt nicht genau sagen. Oder er konnte mir den Grund nicht sagen. Und an der Tür wegen Gönnergy? Nee, hat er nichts. Er hat nur einmal gefragt, wie Gönnergy lief oder läuft. Dann habe ich zu ihm gesagt, super, alles bestens. Aber ansonsten hat er nichts zu Gönnergy gesagt. So, ist hier unbegrenzt? Ich glaube schon. Aber ich fahre ihn nicht in Sport Plus jetzt, Chat. Ich fahre ihn. Ach doch, ja, morgen fahre ich ihn in Sport Plus, Digga. Never mind. Dem ist gerade sein Schlüssel runtergefallen. Dem ist gerade sein Haustürschlüssel runtergefallen, Digga. Habe ich gesehen. Dem ist gerade sein Schlüssel runtergefallen. Das hat er nicht gepeilt. Ach, Digga, ja, kann ich jetzt nichts machen. Hat er nicht gesehen. Kannst ja hier auch nicht aufheben auf der Autobahn. Konntest du eigentlich deine Fragen zum GT3 RS beantworten lassen? Oder wird es da zu einem anderen Zeitpunkt nochmal ein Gespräch geben? Ja, nee, ich hätte schon gerne weiter mit JP geredet über den GT3 RS. Aber wie ihr ja mitbekommen habt, JP hatte ja ein Vorstellungsgespräch auch und hat sich noch korrekt die Zeit genommen, kurz ein bisschen Hallo zu sagen. Das machen wir mal in einem anderen Moment. Und so wichtige Fragen habe ich jetzt ja nicht. Ich habe ihn gekauft, jetzt habe ich ihn sowieso. Und die Fragen, die ich hatte zum Kauf, habe ich vorher mit JP geredet. Also geredet im Sinne von bei WhatsApp vorher. Und er hat mir echt geholfen auch so und hat mir Pro und Kontras für den GT3 RS genannt. Ne? Wir fahren gerade 2,50, nur für euer Verständnis. Ne? Werden die neuen Gönnergy-Sorten weihnachtlich bzw. winterlich sein? Ja, da kann ich jetzt leider nicht so viel zu verraten, sonst würde ich ja auch was vorwegnehmen. Ich kann dir nur so viel dazu sagen, wir haben uns da auf jeden Fall Gedanken gemacht und ich glaube, ihr werdet euch über das, was wir gemacht haben, euch auf jeden Fall freuen, ja? Aber ich will da jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Ich könnte mir gut vorstellen, dass du bei JP das Driften lernen könntest. Ja, auf jeden Fall. Keine Frage. Die Frage ist halt, möchte ich das Driften lernen? Ne? Die Frage ist halt, möchte ich das Driften lernen? Und darauf könnte ich dir jetzt ehrlicherweise nur sagen, dass ich es eigentlich gar nicht brauche. Auf öffentlichen Straßen driften mache ich nicht und auf der Rennstrecke bin ich jetzt nicht so oft. JPs Worte in allen Ehren, ich kann mir aber nicht vorstellen, aber ich bin ihn auch noch nicht gefahren, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Turbo S Langstrecke wie die S-Klasse ist. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen vom Luxus. Er hat gesagt, 10% weniger. Ist schwer vorstellbar für mich, aber wird man sehen. Und mehr IRL-Streams, ich denke, ich mache Sonntag nochmal einen IRL-Stream, je nachdem wie das Wetter ist, würde ich Sonntag nochmal einen IRL-Stream machen, tagsüber irgendwann, weil Sonntagabend ist von Eli Icon League-Eröffnung, erster Spieltag und Eli hat mich gefragt oder mich, also zu mir gesagt, dass das cool wäre, wenn ich da jetzt nicht auch irgendein Special-Event am Start hätte, was ich nicht habe. Dementsprechend werde ich Sonntagabend auf jeden Fall nicht streamen. Da könnt ihr euch die Icon League reinziehen oder halt es auch sein lassen, so wie ihr Bock habt. Ich weiß jetzt nicht, wie das Wetter da wird am Sonntag. Aber ich hatte eigentlich geplant, Sonntag nochmal einen IRL-Stream zu machen. Ne? Morgen streamen wir aus der Halle, Donnerstag streamen wir aus der Halle, Freitag, Samstag Pause. Das ist bis jetzt der Plan. So, Mann, ihr Idioten mit 140 auf der Linken, verpisst euch jetzt, Mann. Wie geht's, Opa? Macht doch mal ein Video zusammen auf JP-Kanal, wo ihr ein paar Autos fahrt. Opa geht's, glaube ich, soweit so gut. Also ich habe nichts gehört. Das heißt, es geht ihm auf jeden Fall gut, den Umständen entsprechend. Und ein Video mit JP ist vorstellbar, ja. Aber es muss auch jetzt nicht immer ein Video sein mit ihm, einfach privat stellen, ist auch schon geil. Und vielleicht mal privat ein Auto fahren, wisst ihr, wie ich meine? Was ist das für ein Holzding neben dir? Ja gut, ich war letztens angeln. Ist mir wohl aus der Tasche gefallen. Vom Angeln noch, Totschläger für die Fische. Ist mir wohl aus meinem Angel-Equipment rausgefallen, hier in die Ritze. Muss ich nochmal in den Kofferraum tun, zum Angel-Equipment. Hat da eigentlich gar nichts zu suchen. Sage ich. Achso, das wollte ich auch noch mal ganz kurz sagen. Ne? Da ist so ein Clip bisschen viral von mir gegangen aus Köln, wo ich mich über einen Autofahrer aufgeregt habe. Und einige Sucker haben das auch bei Twitter gepostet und wollten mir wieder unterstellen, dass ich da irgendwie die N-Bombe droppen wollte. Die Situation war wie folgt. Ich stand an der Ampel und die Ampel ist rot geworden und vor mir ist einer über rot gefahren. Der war aus Holland, mit einem, also holländisches Kennzeichen. Und ich war in Rage und wollte sagen, du Scheiß, so habe ich aufgehört. Und Leute haben gedacht, ich will da aus was für einem Grund auch immer
die N-Bombe droppen. Habe ich gar kein Interesse daran, die N-Bombe zu droppen. Die Zeiten, wo ich das vielleicht nochmal gemacht habe, liegen irgendwie mittlerweile 7 Jahre, 6 Jahre zurück. Vielleicht 5 Jahre, was weiß ich. Ich wollte eigentlich das Wort Niederländer aussprechen. Aber selbst in der heutigen Zeit wärst du ja in Kombination mit jeder Herkunft, wenn du dann eine Scheiße vorhaust aus Zorn, wärst du für gecancelt. Und deswegen habe ich dann gesagt, Scheiße. Eigentlich wollte ich aber nur das Wort Niederländer aussprechen, weil der Niederländer vor mir über die rote Ampel gefahren ist. Und Leute haben da direkt wieder mir einen Strich draus ziehen wollen und wollten mich wieder canceln. Also wirklich so lächerlich. Gestern Abend, ich habe bei mir in der Snapchat-Story einfach ein Bild gepostet aus dem Bett. In Boxershorts und Unterhemd. Nichts Sexuelles. Ich lag da einfach. Und natürlich, wenn ich Boxershorts anhabe, eine eng anliegende Boxershorts, sieht man auch einen kleinen Abdruck von meinem Snibby. Ne? Das ist ja auch okay. Ist halt Boxershorts. Und dann hat irgend so ein Sohn, aber der wird auch noch eine Anzeige dafür bekommen. Also da wird auf jeden Fall angezeigt, da kenne ich auch nichts. Hat dann auf diesem Bild einen Text editiert, so im Snapchat-Stil, nach dem Motto, irgendwie, ich weiß nicht mehr, wer da stand, irgendwie, schickt mir Flammen oder lass uns connecten, und hat dazu geschrieben, dass ich mir irgendwelche Weiber auf Snapchat klären wollen würde und sexuellen Content machen. Ich weiß nicht mehr, irgendwas hat er da gepostet. Hat 3000 Likes bekommen, die Leute haben das geglaubt. Aber, wie gesagt, ich sehe das alles, und sobald das strafrechtlich relevant wird, gibt's dafür eine Anzeige. Ganz einfach, Digga. Hab keinen Bock mehr von diesen ganzen kleinen Hampelmännern auf Twitter, die denken, sie wären anonym im Internet unterwegs, auf der Nase rumtanzen zu lassen, Digga. Die Aufmerksamkeit von mir werdet ihr nie bekommen. Ich werde da nie drauf antworten oder irgendwie whatever. Es gibt einfach eine Anzeige und gut ist. Und entweder es kommt was vom Staat oder es kommt halt nichts. Aber das war nämlich richtig eine Frechheit, Digga. Poste einfach ein normales Bild, der macht da irgendwie, als wenn ich da Nacktbilder von irgendjemandem will, Digga. Hä, WTF? Mann, verpiss dich rüber, danke. So, und zur Seite mit dir. Mann, Mercedes, warum bremst du ab, du Arschgeier, Alter? Der LKW fährt in der Mitte und macht keinen Platz zum Überholen. Und ja, habe ich ja schon alles gelesen. Der LKW muss zu dicht an der Seite fahren. Nee, fahr einfach rüber auf deine Spur, das passt. Das schaffen 20. Tommy hat 5 Euro gespendet mit der Nachricht. Die OP hat dir doch gezeigt, wie man 3 Autos in die Halle übereinander bekommt. Zu Hause direkt mal nach Messen und dann raus mit der Porsche-Bestellung. 6 Autos sollten doch passen. Ja. Bro, der LKW fährt konsequent in der Mitte und er hat genug Platz auf der rechten Seite, damit man ihn überholen kann. Das schafft jeder andere LKW auch. Nur er nicht, oder was? Seit ich Autobahn fahre, das ist das zweite Mal, dass ich das erlebt habe. Jeder andere LKW-Fahrer macht genauso gut Platz und beherrscht sein Fahrzeug. Jawohl, endlich. Ein gegenseitiges Geben und Nehmen. So, du ziehst jetzt nicht rüber. Gut. Du ziehst mir da auch nicht rüber. Gut. Ein bisschen Anlage, ich meine 250. So, was ist deine Mission hier? Um Gottes Willen, um Gottes Willen! Was tappen wir, Digga? Nee, oder? Ach, wieder falsch gefahren, Mann. Und Abfahrt. Der hat gut Temperatur, der Wagen, Digga. Oh ja. Tiger. Der ist ordentlich am Luftsaugen, Digga. Der ist ordentlich am Saugen. Der braucht ordentlich Luft. Ich habe mir letztens eine Felge zerditscht, Digga. Das regt mich richtig auf. Erste Mal bei dem Auto. Hier. Warte. Da. Komplett die Felge zerditscht, Digga. Das war vorher schon, das war von der Waschanlage. Das habe ich mir selber zerditscht hier. So eine Scheiße. Lass ich reparieren jetzt diese Woche oder nächste Woche. Das muss ich auch noch umfolieren lassen. Das noch schwarz und auch das noch schwarz. Das ist ja hier schon foliert, ist extrem dreckig.
Schnäppchen. 68 Liter für 159,43 Euro. Alles klar, danke. Schon lecker, Schmecker. Boah, der ist so am Atmen, Digga. Der braucht so frische Atemluft. So, was ist denn jetzt hier deine Mission, Digga? Was ist denn deine Mission? Auf der mittleren Spur pennen. Mann! Es gibt zwei Arten, wo ich richtig ausraste. Das einmal in Call of Duty und einmal auf der Straße, Digga. Aber alles in meinen eigenen vier Wänden hier im Auto. Ich werde jetzt nicht so mit jemandem reden. Oh, erstmal Schneider sitzen. Ich werde nicht mit jemandem so reden, wenn ich persönlich, ne, ist ja klar. Nur im Auto rage ich gerne. Ich habe jetzt gemerkt, wo ich ein paar Tage in Köln war, dass es mir auch extremst gut tut und es auch einfach mal geil ist, mal für ein paar Tage oder mal auch vielleicht für eine längere Zeit von zu Hause weg zu sein. Tage jetzt verbracht, wo ich auch viel Zeit mit mir selber verbracht habe bisher. Ich war alleine im Hotel, ich war alleine abends im Casino, ich bin alleine essen gegangen, ich bin alleine zur Baller League gefahren. Versteht ihr? Ich bin alleine von der Gamescom gefahren. Ich war eigentlich das ganze Wochenende alleine. Getroffen auf Events und bla, ist nicht so, als wenn ich niemanden gesehen habe. Aber ich habe trotzdem sehr viel Zeit mit mir alleine verbracht. Und ich muss euch, nee, Aware braucht ihr nicht. Das ist wichtig und richtig, ich sag's euch, Chat. Es ist extremst wichtig, selber mit sich alleine Zeit verbringen zu können. Es gibt Menschen da draußen, die kommen gar nicht darauf klar, alleine Zeit mit sich zu verbringen. Aber ich finde, es ist extremst wichtig, Zeit mit sich alleine zu verbringen, um selbst zu reflektieren, um über das Leben nachzudenken, um Dinge reflektieren zu lassen. Es ist extremst wichtig. Und deswegen, ich sag euch ehrlich, natürlich habe ich auch kleine Downer gehabt, wenn man alleine ist und zu deep in Gedanken reingegangen ist. So ist es nicht, aber insgesamt, bin ich ehrlich, tut es auch mal gut, alleine mit sich selbst Zeit zu verbringen. Gedicht der Woche hat 6 Euro gespendet mit der Nachricht, Mercedes-Benz und Autobahn mit Monte mal nach Hause fahren. Denn Montana Black hat Geld wie Heu, auch dank seinem Energy-Gebräu. Bleib gesund und gute Fahrt, hoffentlich wächst bald ein Bart. Gedicht der Woche, danke dir, mein allerbester Jützer. Küsschen, danke. Ich habe mich heute rasiert und habe dann oben den Schnauzer stehen lassen, aber das sah irgendwie so ein bisschen kindisch aus, dann habe ich ihn weggemacht. Irgendwann kommt noch der Bart, vertraut mir. Ich werde den 24-Stunden-Stream machen müssen, denn ich habe es ja versprochen, aber ich habe es gestern schon im Stream gesagt, ich werde nicht 24 Stunden durchmachen, weil ich einfach einen gescheiten, vernünftigen Schlafrhythmus habe und den auch nicht kaputt machen werde. Wann, weiß ich noch nicht, ist jetzt nicht so, als wenn ich den morgen oder übermorgen vorhabe, aber dann wird es wohl so sein, dass ich meinen ersten 24-Stunden-Stream machen muss, ne? Wieder ein Abonnent, Digga. Oh, Bro, es ist nicht dein Ernst! So bei 270 ungefähr, also genau 270, 275, 280. Ich könnte der Mercedes eventuell rüberfahren. Baustellenmeister hat 5 Euro gespendet mit der Nachricht. Bald sind wir fertig mit der einen Seite. Danach machen wir noch die andere Seite bis 20:30 Kappi-Schnappi. Hallo, rüberfahren. Es ist ein Rechtsfahrgebot. Ich möchte dich überholen. Dankeschön. Spitze 297, schneller geht nicht. Schneller als das geht nicht, 298. Und das muss ich leider sagen, das hört sich jetzt für euch vielleicht doof an, aber das ist frustrierend an dem Auto, weil der würde locker 330, 340 schaffen. So, unbegrenzt und gib ihm Kante. So, wir sind wieder bei 2,97. Wir müssen leider wieder in die Eisen, weil da vorne wieder irgendeine Scheiße ist. Denkt nicht dran rüberzuziehen, danke.
Nein. Ich rüberziehen. Danke. Hier ist noch 30, wir gehen runter. Hier wird es wieder zweispurig. Ja, aber jetzt macht die Autobahn gerade ein bisschen Spaß. Manuel hat für orangenes Tuch hat 6 Euro gespendet mit der Nachricht: Bitte befreie mich aus der Mittelkonsole, hänge da schon 1 Stunde fest. Ja, sorry. So, ja, jetzt fahren die Bullen an mir vorbei. Oh Gott, nee, die sind, glaube ich, würde vermuten, dass die mich rausziehen wollen. Also ist jetzt so eine Tendenz, ich fahre auch 15, 20 zu viel. Die gucken auf jeden Fall sehr interessiert. Jetzt funktioniert die Musik. Mann, ey. Kurz vor unbegrenzt. Es ist zum Kotzen, Digga. Ich hab's mitbekommen, ja, aber hier ist 120 und nicht 100. Gut, naja. Ich verarsche ihn mal kurz ein bisschen, so als wenn ich nicht rausfahren wollen würde. So, ja. Ja, ich habe nichts gemacht, Digga. Alles gut. Boah, erstmal nochmal dick furzen. Boah, so. So, wo sind denn die Fahrzeugpapiere, Digga? Warte mal. Wo habe ich denn mein Portemonnaie hingetan hier? Moin. Moin. Ja, du auch. Ja. Ich bin am Livestream, nur damit Sie Bescheid wissen, ne? Fahrzeugpapier? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Die habe ich, glaube ich, nicht dabei. Ich müsste mal kurz gucken. Nee, die habe ich nicht dabei. Tut mir leid. Sind Sie Fahrzeughalter? Ja. Also das Leasing über Mercedes direkt, aber ich bin auf dem Fahrzeug angemeldet. Ja, okay. Dann machen Sie den Livestream mal eben aus. Nee, den mache ich nicht aus, das ist meine Arbeit. Ja, das ist jetzt hier meine Arbeit. Ja, gut, okay. Ja, ist ja in Ordnung, Sie sind ja nicht zu sehen. Okay, steigen Sie einmal bitte aus. Jo.
So, Moment, Chad, ich hol mal kurz einen Eistee. Ah, ihr habt's ja gehört. Schmutz. Nö, alles gut, Digga, alles entspannt. Aufstehen, ihr F***. Chat, ich lasse euch noch mal ganz kurz einen da. Oh, Mensch. Der war gut bezahlt. Moin. Hallo. So, wir müssen kurz warten. Ich erkläre euch gleich. Ist alles entspannt. Ist am Ende des Tages free Content für mich. Also, pff, scheiß drauf, ne? Aber alles entspannt. Ich habe nichts gemacht, das wisst ihr ja auch. Und die Polizei macht auch nur ihren Job. Alles gut. Ich wäre nur dann genervt, Chat. Ich wäre nur dann genervt und abgefuckt, wenn ich etwas gemacht hätte, da ich ja nichts gemacht habe, rechtschaffener Bürger bin, keine Drogen nehmen, keinen Alkohol trinke. Das ist jetzt das Einzige, was mir geraubt wird, meine Zeit. Und von Zeit habe ich genug, da jeden Tag für mich wie Urlaub ist, gefühlt. Deswegen ist das alles hier ganz entspannt. Hier ist richtig Action auf der Autobahn, Digga. Ich zeig's euch nochmal ganz kurz. Guck mal, hier ist richtig Action. Zoll hat ja auch noch jemanden rausgezogen, Digga. Hier ist richtig Action, Digga. Ich erzähle euch das einfach, auch wenn man das Thema theoretisch gesehen totschweigen sollte. Aber die Leute, die das gemacht haben, holen sich jetzt sowieso zu Hause auf ihren nicht vorhandenen Schwanz einen runter. Irgendjemand hat den Notruf missbraucht und hat gesagt, ich hätte einen Unfall gebaut und Fahrerflucht. That's it. Wieder irgendwelche Kasper-Clowns, die gedacht haben, es ist lustig, den Notruf zu missbrauchen. Die Person hat vielleicht einen Fehler gemacht und mit richtiger Nummer angerufen, vielleicht auch nicht. Mir ist es am Ende des Tages sowieso scheißegal. Das waren jetzt 10 Minuten meiner Lebenszeit, die geraubt worden sind. Das hält sich echt in Grenzen. Ich habe für YouTube einen Free-Titel, Live-Polizeikontrolle Autobahn, easy Klicks. Und danke an die Jungs, die das gemacht haben, fürs extra Geld. Kuss. Dankeschön. Ihr wollt mir immer schaden, aber ihr könnt mir nicht schaden. Also alles verbaue ich als Content, Digga. Was ist los? Danke für den extra Content. So eine idiotische Aktion, Digga. So dulli, Digga. Ich wollte gerade, also er sagt zu mir, ja, wir sind wegen einer Nötigung und Verkehrsunfallflucht. Und ich sage, ich bin am Livestream, also wir schauen mehrere 10.000 Menschen zu. Ich wäre ziemlich doof. Wenn ich jemanden bedrängen würde, dann soll es angeblich zu einem Zusammenstoß gekommen sein und dann flüchte ich. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, er selber, der Polizist, wusste jetzt nicht direkt, wer ich bin. Der Praktikant, der dabei war, wusste es auf jeden Fall. Die jüngere Dame weiß ich nicht. Aber ansonsten alles entspannt. Also mich stört das nicht. Bin da echt tief entspannt. Mich stört das nicht. Ich habe schon so viel erlebt in meiner Karriere auf YouTube und Twitch und ähnliches. Das ist nicht mal ein kleiner Schluck auf, Digga. Das ist gar nichts. Das ist wirklich gar nichts. Und Abfahrt. Können wir ja nochmal einen Gruß bei der Polizei lassen. Wir fahren mal mit 200. Warte, mit wie viel fahren wir vorbei? Mit 297 an der Polizei vorbei. Moin, moin, ich bin's. Geil, Digga. Ah, Freeball, wie gesagt, Chat, alles gut. Also, da braucht ihr euch wirklich keinen Kopf machen. Jeder weiß, der genug Grips in der Birne hat, dass sowas nicht in Ordnung ist. Und mehr braucht man da eigentlich auch nicht zu sagen, Digga. Ne? Und wenn es Leute gibt, die sowas korrekt finden oder die Leute, die das machen und jetzt auch gerade aktiv in meinem Stream schauen. Guck mal, ich kann euch nur eine Sache mit auf den Weg geben. Das ist einfach armselig,
Und ich brauche euch auch gar nicht belehren, weil ich glaube an eine Sache im Leben und das ist Karma. Und ihr werdet all das, was ihr macht, im Zehnfachen schlecht zurückbekommen. Da brauche ich mich gar nicht drum kümmern. Da sorgt das Karma schon an für sich für. Also, wenn ihr irgendwann mal in eurem Leben, und das wird kurz oder lang passieren, richtig Scheiße frisst, dann denkt an diesen Tag und überlegt euch, ob es diese Aktion wert war. Aber Karma kommt und Karma regelt immer. Und die war, also versteht mich nicht falsch, die Polizei war super nett, ganz entspannt, alles easy. Also super nette Polizisten. Die machen ja auch nur ihren Job, kriegen einen Hinweis, so und so und so, und die müssen sie nachgehen. Ich kläre die auf, die bilden sich eine Meinung und gut ist. Und die waren auch sehr nett, der hätte mir auch ein Taschengeldticket geben können, weil ich meine Fahrzeugpapiere nicht dabei habe. Ich glaube, das kostet im schlimmsten Fall in Anführungszeichen 20 oder 30 Euro Taschengeld für Papa Scholz. Hat er auch nicht gemacht. Als sie mich rausgezogen haben, war ich 15 bis 20 km/h zu schnell. Hätte er auch mir einen Einlauf geben können, hat er nicht gemacht. Also super nette Polizisten und wie gesagt, das sage ich nicht nur, weil ich es muss, das sage ich, weil ich es aus dem Herzen meine. Ich habe nur Liebe für die Polizei im Herzen, die machen ihren Job, ich mache meinen Job und gut ist. Ich bin rechtschaffener Bürger, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich trinke nicht, ich nehme keine Drogen, ich mache sonst keinen kriminellen Scheiß. Das heißt, ich habe auch nichts zu befürchten, außer meine Zeit, 5 Minuten, 10 Minuten, die dann in so einer Situation verschwendet wird. Ja, die opfere ich gerne für Vaterstaat. Guck mal, du... Meine Fresse, Alter! Einfach rüberziehen! Junge, ich hasse die sich. Also das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung, was du gemacht hast. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung, du Idiot. Einfach rüberziehen, ohne Rücksicht auf Verluste, auf einer unbegrenzten Autobahn. Das ist nicht okay. Und wenn jetzt wieder irgendwelche Leute sagen, hey Monte, du musst doch deine Geschwindigkeit anpassen, du fährst auf einer unbegrenzten Autobahn, 3 Spuren, aber es ist viel Verkehr. Ich habe mein Fahrverhalten angepasst, sonst hätte ich ja nicht rechtzeitig bremsen können. Richtig? Also ich hatte die Kontrolle und war in der Situation her über meine Sinne und habe mein Fahrzeug kontrolliert. War jetzt ja nicht knapp. Also habe ich alles vernünftig gemacht. Aber es kann nicht sein, dass Leute auf einer unbegrenzten Autobahn auf der mittleren Spur den Freifahrtschein haben, einfach rüberzuziehen, ohne in den Rückspiegel zu gucken. Und nicht einschätzen oder zu dumm dafür sind, einzuschätzen, dass ein Auto mit hoher Geschwindigkeit kommt. Für was ziehen die so schnell rüber? Ich verstehe es nicht. Dann warte doch, bis das Fahrzeug vorbei ist. Das ist einfach nervig und sollte viel härter bestraft werden. Jo, das war's mit der Autobahn, Chat. Das war's mit der Autobahn. Boah, der schön gepollert, Digga. Köstlich, schmöchtlich. So, Chat. Ja, komm mal her hier. So, Achtung. Kameradreh in 3, 2, 1. So. Die arme Spinne, Digga. Sie hat wirklich gedacht, sie hat das beste Leben da drin. Das ist elendlich verreckt, Digga. Jetzt ist sie weg. Was ist los? Oh, sorry, Bro. Ja, sorry, mein Fehler. Also, das war der IRL-Stream heute auf entspannt. Das Ding ist auch nochmal ordentlich laut am Atmen. Hat auch gut Kilometer gerissen. Die Scheibe. Oh. Die hat schon bessere Zeiten hinter sich, Digga. Da ist ein oder andere Kollege dran zerfleddert. War auf jeden Fall ein richtig geiler Stream. Ich weiß gar nicht, wie lange wir gestreamt haben, wie viele Stunden wir live waren. Hier ist jetzt Feierabend. Wir sehen uns morgen aus der Halle, Chat, auf Entspantarino. So, nochmal für den Huni vollgetankt, nochmal 50 Liter. Also, ein dickes Monte L in den Chat. Lasst es euch gut gehen. Danke für den geilen Stream. Ich hoffe, ihr hattet mit mir einen schönen Abend. Konnt euch den Abend schön verfeinern. In dem Sinne, Küsschen aufs Nüsschen. Bleibt gesund und munter. Danke an alle Mods. Danke an Yusuf. Kuss auf die Nuss. Wiederschauen und reingehauen.